eine wirkliche Kostbarkeit. Das ist auch richtig was wert. Was man findet, ist sowieso immer wesentlich besser, als was man hätte erwarten können. Das hier ist weitaus bedeutender als die Mona Lisa. Hallo, herzlich willkommen. Die größten Schätze des Südwestens haben wir für Sie aufgespürt. Und Sie werden überrascht sein, wie viele Funde quasi vor unserer Haustür gemacht wurden. Bei der Auswahl haben uns Historiker, Museen und Archäologen im Südwesten unterstützt. Wir zeigen Ihnen prächtige Schätze aus Gold, Silber, aus Juwelen, aber auch Dinge, die auf den ersten Blick unscheinbar oder wertlos erscheinen, die aber unglaubliche Geschichten aus längst vergangenen Zeiten erzählen. Eine Krone geht auf Reisen. Die Badische. Das über 200 Jahre alte Symbol der Macht der Großherzöge muss in die Inspektion. Detlef Sippel ist der Restaurator. Und weil die Krone von Baden einfach unbezahlbar ist, reist sie unter Polizeischutz. Nur alle paar Jahre wird die Krone aus der gesicherten Vitrine geholt. Diese seltenen Momente sind auch für Detlef Sippel ganz besondere. Eine Krone hat sowieso was Faszinierendes, dieses Symbol der Macht. In diesem besonderen Fall ist es die Machart der Krone. Sie ist handwerklich ganz besonders gut gemacht. Das sind sowohl von den textilen Arbeiten, damit meine ich die Pailletten und den Goldlan, aber hier in dem speziellen Fall auch diese Vielzahl und diese beeindruckenden Steine, die da drauf sind. Die Steine zeichnen sich nicht nur in ihrer Größe aus, sondern auch in ihrem besonderen Schliff. Das Funkeln, diese Ausstrahlung, die diese Steine haben, ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Mit der Krone ist der Restaurator nicht lange allein. Wenn man hier rumkommt, da seht ihr noch, wie einfach das praktisch rum, heute würde man gesagt, gerödelt, mit einem Golddraht durchgezogen, wieder zurückgezogen und dann um die eigene Achse verdrahtet ist. Ne? Also einfach, aber wenn man genau hinguckt, total stabil. Total stabil. Der badische Staat hat ja nach der Säkularisation, nach der Auflösung der Klöster, viele Kelche und andere Preziosen übernommen. Und diese Steine wurden dann zum Teil gefasst, verwendet für die Krone. Prunk pur. Aber unter all der Pracht hat die Krone einen weichen Kern aus Pappmaché. Das spricht ja jetzt wieder für den Zweck, dass es eben keine Krone war, die der Fürst wirklich auf dem Kopf hatte. Es gibt ja auch keine Situation, wo das wirklich bekannt ist, sondern dass sie ja nur als Beiwerk, als für die Beerdigung von Karl Friedrich angefertigt worden ist. Oder wie 1907 bei der Beerdigung von Friedrich dem I. Die Krone wurde dem Sarg vorangetragen. Es folgten der Trauerwagen,
und sogar eingefleischte Sozialisten, die dem beliebten Großherzog das letzte Geleit gaben. Das Haus Baden lebte weiter. Dafür stand die Krone in all ihrer Pracht. Dieses Funkeln kommt jetzt nicht nur durch diese hohe Qualität der Steine, sondern eben auch durch diesen besonderen Schliff. Dieses Funkeln wird man heute gar nicht mehr so finden auf den neuen Schliffen. Also das war ein Farbenspiel, das hat in Augen wehgetan, würde man heute sagen. Das tut es immer noch. Auch wenn die Krone heute ohne ihre Großherzöge auskommen muss, im Schloss in Karlsruhe. Der Südwesten ist reich an Schätzen. Ganz besondere wurden an der östlichen Grenze Württembergs gefunden, im Lohnetal. Die Lohne ist ein kleines Flüsschen in einem weiten Tal. Einem Tal, das gespickt ist mit Höhlen. Eine der bekanntesten, die Vogelherdhöhle. Eva Dudkiewicz ist Archäologin. Sie liebt diesen Ort. Nicht wegen der Höhle an sich, sondern wegen der Funde, die hier gemacht wurden. Das ist das kleine Mammut, das die einzige Figur von der Schwäbischen Alb, die vollständig erhalten ist. Dieses hier hat 40.000 Jahre unbeschadet überstanden. Also man erkennt auf den ersten Blick, dass es sich um Mammut handelt. Man sieht hier diese hohe Stirn, diesen kleinen Sattel hinter dem Kopf, dann die hohe Schulterpartie und dann dieses ganz typisch für Mammuts, diese abfallende Rückenlinie. Alle Details sind ausgearbeitet. Wir haben hier das Auge reingeritzt, das kleine Ohr. Wir sehen, dass der Rüssel, der hängt nicht einfach nur runter, sondern der hat so einen leichten Schwung. Also das ist auch eine sehr lebendige Darstellung. Ein kleines Stummelschwänzchen wurde ausgearbeitet. Die Fußsohlen sind verbreitert. Wenn man sich vorstellt, ein 6-Tonnen-Tier tritt auf und dann verbreitern sich die Fußsohlen von dem Gewicht. Und selbst das hat der Künstler oder die Künstlerin hier dargestellt. Und sogar die Falten auf den Fußsohlen von Elefanten, die haben das, das wissen wir, sind hier dargestellt mit solchen ja, sich leicht überkreuzenden Linien. Also es ist wirklich jedes Detail dieses Tieres ist eingefangen in der Figur. Dieses kleine Kunstwerk hat eine unermessliche Bedeutung für die Kunstgeschichte. Deshalb wird es auch gut geschützt. Hinter 250 Kilogramm Panzerglas. Der Künstler, der es vor 40.000 Jahren erschaffen hat, lebte hier am Vogelherd. Er und seine Zeitgenossen werden oft als primitive Höhlenmenschen bezeichnet. Zu Unrecht. Was sie mit einfachen Werkzeugen geschaffen haben, ist alles andere als primitiv. Erstmals in der gesamten Menschheitsgeschichte machen Menschen Kunstwerke, die etwas darstellen. Und wenn man sich dann vorstellt, die Griechen, die Römer, die Ägypter haben im Prinzip nichts anderes gemacht. Sie haben auch Kunstwerke geschaffen, sie haben Religion gehabt, sie haben sich geschmückt, sie haben auch Musik gemacht und das machen wir alles bis heute. Und ununterbrochen, vor 40.000 Jahren hat es begonnen, bis heute dauert es an. Und wir fassen dieses Verhalten erstmals in der Menschheitsgeschichte hier auf der Schwäbischen Alb. Da kann man natürlich mit Fug und Recht auch sagen, von der Bedeutung her, ist das hier mit den Pyramiden vergleichbar mit dem Taj Mahal. Kulturgeschichtlich ist das einer der Schlüsselorte der gesamten Menschheitsentwicklung. Thank you.
Im Laufe der Jahrtausende wurden die Spuren, die uns unsere Vorfahren hinterlassen haben, immer größer und monumentaler. Aus den Höhlen wurden Villen und Paläste, Überbleibsel ganzer Weltreiche. Achtung, wichtige historische Frage: Was braucht man, um ein Weltreich zu erobern? Entschlossenheit, Mut, ein bisschen diplomatisches Geschick, ein bisschen Glück sicherlich auch und vor allem viele, viele Soldaten. Das alles hatten die Römer. In Spitzenzeiten lagen bis zu 8 Legionen am Rhein. Das heißt, es sind so knapp 40.000 Mann unter Waffen. Und es ist klar, wenn so viele Menschen zusammenleben, dann hinterlassen die auch Spuren. Viele der Spuren haben mit Krieg zu tun. Und mit Waffen. Waffen, mit denen man gut kämpfen kann und die haltbar sind. Lange haltbar. So überdauerten die Waffen der Römer 2000 Jahre. In unserem Boden und in unseren Flüssen. Und so überdauerte auch ihr Geld. Zehntausende Münzen aus der Mosel bei Trier. Verloren oder als Opfer für die Götter in den Fluss geworfen. Karl Josef Gilles hat sie zusammengetragen. Es ist ein Lebenswerk. Das ist eine Aufgabe, die nimmt mehrere Jahre in Anspruch, die zu bestimmen. Ich schätze mal, unter 10 Jahren schafft man das nicht. Man kann ja auch nicht von morgens bis abends nur diese runden Objekte in die Hand nehmen und versuchen zu lesen, zu deuten. Das schafft man vom Kopf her nicht. Irgendwann dreht man dann vielleicht durch. Auch sie wurde in der Mosel gefunden. Die Statue des orientalischen Fruchtbarkeitsgottes Attis. Vor 1700 Jahren ist sie verloren gegangen und dann wieder aufgetaucht. Das Besondere bei dieser Bronzefigur sind die Fundumstände. Damals in den 60er Jahren, als die Mosel kanonisiert wurde, kam bei Baggerarbeiten die Figur ans Tageslicht. Damals fehlte der linke Arm und die rechte Hand. 31 Jahre später wurde die Fahrrinne um weitere 30 cm tiefer gebaggert. Der Aushub kam auf ein Baggerschiff und wir hatten einen Freund des Hauses, der den Aushub untersucht hat. Und er rief dann eines Tages im Haus an: Ich habe den Arm vom Attis. Wir haben es damals nicht glauben wollen, aber er wurde mir dann zum Reinigen übergeben und er ist förmlich eingerastet an der Fehlstelle. Jetzt haben wir den Arm, aber es fehlt uns noch die rechte Hand. Hoffen wir, dass wir in weiteren 30 Jahren den Rest finden. Nicht nur im Wasser wurden sensationelle Funde gemacht. Auch unter dem Pflaster unserer Städte im Südwesten warteten Schätze auf ihre Entdeckung. Vor 40 Jahren wurde ein Ensemble von Bronzebeschlägen entdeckt. Beschläge, die man noch in römischer Zeit in einem Gebäude tief unter dem Fußboden versteckt hat. Und es steht fest, dass es sich hier um den einzigen erhaltenen fast vollständigen Beschlagsatz eines solchen Tores im Römischen Reich handelt. Viele Kulturen machen ja, wenn ich es mal salopp formulieren darf, einen ziemlichen Wirbel um ihre Toten. Allen voran natürlich die Ägypter, die damals ihren Pharaonen gigantische Grabmale spendiert haben, die Pyramiden. Wir im Südwesten waren schon immer ein bisschen bescheidener und wir waren damals vor allem sparsam und umweltbewusst. Unsere keltischen Vorfahren haben für ihre Grabmale ein 100% kompostierbares Baumaterial verwandt. Kelten bauten riesige Grabhügel aus Holz und Erde. Der Archäologe Allard Meis erforscht einen davon, den Magdalenenberg bei Villingen im Schwarzwald.
Hier wurden in den 70er Jahren sensationelle Entdeckungen gemacht. Der Mann im gelben Hemd ist Konrad Spindler. Er sollte später durch Ötzi weltberühmt werden. Fand vorher aber als Stadtarchäologe von Villingen über 100 Gräber im Magdalenenberg. Zuerst sah alles wie ein großes Durcheinander aus. Dann entdeckte man ein System. Die Lage der Gräber schien nicht zufällig zu sein. Allard Mees fing an zu forschen. War der Magdalenenberg ein Sonnenkalender wie Stonehenge? Oder ein Sternenkalender? Mees fand Hinweise, die auf den Mond deuteten. Bei meinen Nachforschungen stellte sich heraus, die sind tatsächlich auf diesen Mondwänden orientiert. Das heißt, diese Stangensetzungen sind nicht irgendwo in der Gegend hineingepflanzt, sondern das Ganze ist nach einem einheitlichen Konzept gestaltet. Ein Konzept, für das es schon bei den ersten Grabungen 1890 Hinweise gab. Hinweise durch die Lage der Gräber und seltsame Holzkonstruktionen, die man sich aber damals nicht erklären konnte. Wir denken dann immer, naja, die Griechen und die Ägypter, das waren die Hochkulturen und hier nördlich der Alpen, die lebten so in Bärenfällen und sind gerade aus den Bäumen gekommen und so. Aber das ist wirklich nicht der Fall gewesen. Das Problem, unsere Vorfahren schrieben nichts auf. Also sind wir heute auf die Feindpropaganda der Eroberer von damals angewiesen. Wie zum Beispiel die Berichte, die Julius Caesar nach Rom geschickt hat. Diesen Bericht hat er für seine Senatoren in Rom geschrieben und musste die eigene Überlegenheit, der eigene Kultur und damit die Rechtfertigung für seinen Angriffskrieg belegen. Und dementsprechend hat Caesar eigentlich überhaupt kein Interesse, die hochentwickelte Fähigkeiten der Kelten überhaupt darzustellen. Rom siegte und herrschte und zerstörte alles, was an heimischer Kultur da war, auch den möglichen Mondkalender. Die römischen Legionäre haben das platt gemacht. Und es gibt auch wirklich von den Römern dort installierte Kalender, die voll auf der Sonne orientiert sind. Das heißt, man hat massiv das neue Kalendermodell da reingedrückt. Wobei der römische Kalender des Julius Caesar auch einfach der genauere war. Mit leichten Änderungen gilt er bis heute. Im Landesmuseum in Stuttgart lagert ein besonderer Schatz der Wissenschaft aus dem Jahr 1493. Der Himmelsglobus von Johannes Stöffler. Kolumbus hatte gerade erst Amerika entdeckt. Die meisten glaubten noch, die Erde sei eine Scheibe. Da schaffte es Stöffler, ein ganzes Weltbild in einen kleinen Globus zu pressen. Im Mittelpunkt die Erde. Außenrum alle bekannten Sternbilder. Vor über 500 Jahren aus Holz gebaut. Und doch fast wie neu. Er ist so gut erhalten, dass man schon teilweise mal sich überlegt hat, ob der überhaupt alt sein kann. Aber wir haben keinerlei Hinweise gefunden, dass, dass neue Pigmente drauf sind oder dass irgendwelche neuen Sachen dabei sind. Also genau. Wir müssen davon ausgehen, dass er original ist. Stöfflers Globus war die Krönung wissenschaftlicher Erkenntnis, mit der man sogar die Zukunft voraussagen konnte. Astrologie stand in keinerlei Widerspruch zu christlichen Glauben. Das war kein Aberglaube. Denn wenn alles das Werk Gottes ist, dann ist auch die Sternstellung ein Werk Gottes. Und sie zu deuten, ist ein Versuch, Gottes Wirken zu verstehen. 1499 sagte Stöffler zum Beispiel das Ende des Papsttums voraus. Ein Vierteljahrhundert, bevor Martin Luther auf die gleiche Idee kam. Aus dem Landesmuseum in Stuttgart geht es jetzt in die Pfalz. Hier wurden in den vergangenen Jahren Funde gemacht, die man durchaus als makaber bezeichnen könnte. Erst tauchte ein Schädel auf, dann ein Dutzend und dann ganz viele. Herxheim machte Schlagzeilen.
Die Herxheimer fraßen ihre Frauen und Kinder am Spieß. Hier am westlichen Rand der Gemeinde soll es passiert sein. Vor etwa 7000 Jahren. ...1996 sollte hier ein Gewerbegebiet entstehen. Und wie immer, wenn bei uns gebaut wird, kamen zuerst die Archäologen. Es war der Beginn einer wissenschaftlichen Sensation. Denn was die Ausgräber fanden, war beispiellos, weltweit. Ein riesiges Knochenfeld tauchte auf. Untersucht werden die Knochen von Anthropologin Silja Bauer. Ob Kannibalen am Werk waren, ist fraglich. Aber gemordet wurde definitiv. Das waren allesamt frische Leichen, das konnten wir ganz eindeutig feststellen. Das können wir anhand der Vielzahl der Schnittspuren sehen, dass der wirklich noch die frischen Leichen zerlegt und zerschlagen wurden. Anschließend hat man den Knochen gesäubert. Da hat man vor allem Schnittspuren im Bereich der Muskelstränge gefunden, also der Muskelansatzstellen. Die hat man durchschnitten und konnte so das Fleisch vom Knochen lösen. Mittlerweile wurden die Überreste von etwa 500 Opfern gefunden. So genau weiß das aber keiner, weil die Leichen in kleinste Teile zerlegt und regelrecht ausgeweidet wurden, wie Details beweisen. Zum Beispiel an der Wirbelsäule. Das gibt für diese Behandlung der Wirbelsäule und also der Trennvorgang zwischen Rippen und Wirbelsäule, der ist ein spezifisches Teil des französischen Jagdvokabulars, das heißt da levé de l'échine, also wenn man das Wild schon im Wald auseinandernimmt, dann will man nicht alles mitnehmen, was sowieso nur Abfall ist. Und man trennt, genau wie wir das hier in Herxheim bei den Menschen beobachten können, eben die Wirbelsäule aus dem Rücken heraus. Das levé ist einfach herausheben der Wirbelsäule, dann kann man natürlich die beiden Brustkorbteile schön auseinandernehmen. Und das ist dieser Ausdruck, der bei den französischen Anthropologen auch so verwendet wird für diese Praxis, eben auch Menschen so zu zerlegen. Was auch immer hier passierte, die Täter gingen methodisch vor. Alle Schädel wurden zum Beispiel auf die gleiche Art zerschlagen. Aber im Grunde müssen Sie sich vorstellen, dass die sich so einen Bereich der sogenannten Hutkrempenlinie gewählt haben. Ziehen sich einen Hut über und da, wo der ansetzt, da haben die das irgendwie abgeschlagen. Und das ist ein Knochen, das heißt, sie können das natürlich nicht wirklich, das ist ja nicht abgesägt, sondern man hat mit Steinbeilen sehr gezielte Schläge vollzogen. Und da muss man, denke ich, auch sehr vorsichtig sein. Wir können das natürlich nicht nachproduzieren, weil also wir haben jetzt keine Menschen als Versuchskaninchen. Landesarchäologin Andrea C. Planz und ihr Team haben in jahrelanger Spurensuche herausgefunden, was in Herxheim passiert ist. Die Frage ist die nach dem Warum. Und das wird wohl auf lange Zeit ein Rätsel bleiben. Neben den Knochen wurde auch wertvolle Keramik gefunden, sogenannte Bandkeramik, nach der diese Epoche benannt wurde. Genau wie die Leichen wurden auch Schalen und Töpfe erst zerschlagen und dann in Gruben entsorgt. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass wir hier ein sehr komplexes Ritual vorliegen haben, durch das sich wie ein roter Faden Zerstörung zieht. Wir wissen natürlich nicht, was in Einzelnen die Handlungen innerhalb des Rituals waren. Wir können nur die Ergebnisse konstatieren. Die Ergebnisse sind alles, was irgendwie in diesem Ritual eine Rolle spielte, wird zerstört. Bis hin zu Menschen, die ganz offensichtlich hier als Menschenopfer, wenn Sie so wollen, auch eine wichtige Rolle spielen. Es gibt aber auch Hinweise auf die möglichen Täter. Skelette, die nicht entsorgt, sondern ordentlich bestattet wurden. Das ist der berühmteste Tote aus Herxheim tatsächlich, der Herxi. So wurde der von der Dorfbevölkerung gleich genannt, als man ihn ausgrub. Er war das erste vollständige Skelett, was wir hier fanden. Wir haben einige dieser typischen Bestattungen aus der Bandkeramik, eine sogenannte Hockerbestattung. Man sieht das mit angehockten Beinen, die Arme so ein bisschen vorm Gesicht oder hinterm Rücken, so eine Art Schlafstellung.
Und er ist sozusagen hier eine Ausnahme, denn wir haben ja eigentlich keine Bestattung. Wir haben ja in kleine Teile zerlegte Leute, die eben nicht das typische Begräbnisritual widerspiegeln. Andrea C. Planz und ihr Team suchen weiter nach einer Erklärung. Das Rätsel von Herxheim ist noch lange nicht gelöst. Letztendlich ist es das Streben und Schaffen des Archäologen, nicht unbedingt nur Goldschätze auszustellen im Museum, sondern Geschichten zu erzählen anhand der Funde. Und Herxheim ist natürlich etwas, was ich mit 3 Goldmünzen, deren Herkunft ich nicht kenne, gar nicht vergleichen kann. Denn hier kann ich eine riesige Geschichte erzählen. Wir haben aus der gesamten Vorgeschichte Europas nicht einen Fundplatz, der mit Herxheim wirklich auf eine Stufe zu stellen ist. Und vielleicht wird die Gemeinde in der Pfalz bald wieder für Schlagzeilen sorgen. Knapp 30 Kilometer weiter westlich liegt Speyer. Früher war es so üblich, nach Kriegen den besiegten Gegner auszuplündern, quasi als Wiedergutmachung für die entstandenen Kriegsschäden. Das haben auch die französischen Truppen vor 200 Jahren gemacht. Sie waren auf der Suche nach dem Kirchenschatz im Dom zu Speyer, aber so ist das manchmal bei Plünderern. Die übersehen in der Eile das Beste. Und wenn man Glück hat, wird das dann Jahre später gefunden. . 1794 plünderten französische Revolutionstruppen den Dom. Unter dem Boden der Kirche verborgen aber lag der größte Schatz. Erst 106 Jahre später wurde er entdeckt, als der Dom von Grund auf renoviert wurde. Der Speyerer Domschatz ist einzigartig dadurch, dass er neben dem, was jeder Domschatz enthält, nämlich liturgische Geräte, Gewänder, die Beigaben aus den Gräbern der salischen Kaiser enthält. Der Speyerer Dom ist ja von den salischen Kaisern gegründet worden. Und die große Besonderheit, die Speyer wirklich auszeichnet vor allen anderen Kirchen in dieser Zeit, ist, dass sämtliche salischen Kaiser hier bestattet worden sind. Also von Konrad II. Bis zum letzten salischen Kaiser Heinrich V. Wem die salischen Kaiser nichts sagen, von einem hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Heinrich IV., das war der mit dem berühmten Gang nach Canossa. Ihre Gräber hat man 1900 geöffnet und hat damals eine ganze Reihe von Grabbeigaben bergen können, Textilien, aber auch beispielsweise 4 Grabkronen aus Kupfer. Und das sind die ältesten, bekanntesten Grabkronen Europas überhaupt. Das ist die Grabkrone von Konrad II. Konrad II. Hat den Speyerer Dom gegründet und er ist dann auch als erster der salischen Kaiser 1039 im Speyerer Dom beigesetzt worden. Die Krone ist ein einfacher Reif aus Kupferblech. Es war also kein wertvolles Material, das verwendet wurde. Die Kronen sind reine Funeralkronen, also wirklich nur fürs Begräbnis geschaffen. Die Bergung des Domschatzes dauerte damals 6 Jahre. Das große Glück ist, dass man schon im Jahr 1900 bei dieser Graböffnung überhaupt eine große Zahl an Fotografien anfertigte, die uns heute sehr viele Details auch über die Grabung verraten. Und das Besondere, Sie sehen also hier sehr gut, wie der Mantel über die Leiche gebreitet war. Man sieht auch, wie gut er zum damaligen Zeitpunkt noch erhalten war. Des Kaisers alte Kleider im Dom zu Speyer.
Michael Ecker und Alexander Dompropst sind Archäologen im Saarland. Sie sind unterwegs zu einem der, im wahrsten Sinne des Wortes, größten Schätze des Südwestens. Ganz im Norden des Saarlandes, in Nonnweiler, steht der Ringwall von Otzenhausen. Eine gigantische Verteidigungsanlage unserer keltischen Vorfahren. Ehemals 2,5 Kilometer lang und 25 Meter hoch. Die Einzigartigkeit dieses Ortes besteht darin, dass hier diese Nordmauer so mächtig imposant ist, die über eine Länge von ein paar hundert Meter und wie gesagt immer noch 10 Meter Höhe hat in seiner Mächtigkeit. Das sind ja mehrere Millionen Einzelsteine und die wurden ja nicht mit dem Bagger oder mit dem Kran hierher gebracht, sondern die Leute mussten die selbst hier hochschleifen vom Tal und hier aufschichten. Das war schon enorm. Der Wall diente zur Verteidigung, zuletzt gegen die Römer unter Julius Caesar. Man muss sich das so vorstellen, in Gefahrenzeiten hat man sich vom Tal hier hoch in Sicherheit gebracht, hat diesen riesigen Wall hier errichtet, der in der damaligen Zeit gut 20 Meter hoch war und auch etwa 25 Meter breit und mit dem sogenannten Muris Gallicus entstanden. Und man kann sich das so vorstellen, dass man hier mit Stämmen sogenannte Kassetten gebaut hat und diese Kassetten dann mit Steinen befüllt hat. Und die waren auch schon vernagelt, das sogenannte Muris Gallicus, also die gallische Mauer. Und hier in der Oberburg hat man letztendlich dann auch gelebt. Als Amphitherbiker, die ganze Leute, die Dorfbevölkerung war hier mit, die sich hier verschanzt hat. Und von diesem Wall aus konnte man sich auch wunderbar verteidigen. Die Festung von Otzenhausen fiel nicht durch Krieg. Sie wurde einfach aufgegeben. Und ist bis heute eines der größten Zeugnisse des freien Galliens. Allerdings unterwarf Rom schließlich auch diesen Volksstamm und hinterließ dann selbst Spuren im Südwesten. "1939 oder genauer im Mai des besagten Jahres fanden Kanalarbeiter in Planich, in der Nähe von Bad Kreuznach, in 1 Meter Tiefe einen Blecheimer. Hört sich jetzt erstmal unspektakulär an, aber der Lehrer Johann Merkelbach entdeckte, dass dieser Blecheimer vergoldet war. Es war ein archäologischer Sensationsfund. Der heute als Nachbau im Landesmuseum Mainz zu sehen ist. Der echte Helm hat 1500 Jahre in der Erde gelegen. So sah er auch aus, als er gefunden wurde. Weswegen die Verwechslung mit einem Blecheimer verständlich ist. Erst nach der Restaurierung wurde klar, welchen Wert der Fund hatte. Hans-Peter Schnellbecher und Birgit Heide kontrollieren den Helm in regelmäßigen Abständen. Der Restaurator und die Archäologin kennen jedes Detail und seine Fragezeichen. Wir haben hier vorne auf der Frontspange 2 sogenannte Andreaskreuze dargestellt. Das heißt aber nicht, ob das er wirklich Christ gewesen ist, weil eben das einfach auch ein Symbol war, was vielleicht auch vorher schon auf dem Helm gewesen ist, bevor er vielleicht diesen Helm verliehen bekommen hat. Dafür spricht auch die Münze, die man dem Toten auf die Zunge gelegt hat, als Reisekostenbeihilfe in die Unterwelt. Eine Reise, für die er gut gerüstet war. Wir wissen durch diesen Helm, aber auch durch sein kostbar verziertes Schwert, dass er eine sehr hochgestellte Persönlichkeit war, wahrscheinlich ein ranghoher Militär, der hier in dieser Region wahrscheinlich eine kleine Heergruppe kommandiert hat.
Also dieser Fund ist für uns ein ganz besonderer Schatz, auch ein absolutes Highlight, weil es gibt insgesamt gerade von diesen byzantinischen Spangenhelmen insgesamt nur 3 Dutzend auf der ganzen Welt und es sind nur wenige so gut erhalten, auch wie unserer. Also für uns ein absoluter Schatz. Viele Schätze im Südwesten sind nicht im Boden gefunden worden, sondern im Wasser. Für unseren nächsten Schatz tauchen wir ein in die Geschichte der Stadt Mainz. Für die war der Start ins Jahr 407 nach Christus alles andere als ein Grund zu feiern. Denn die Stadt wurde überfallen. Und zwar von den Germanen, die über den Rhein kamen und die gesamte römische Rheinflotte vernichteten. Die Schiffe wurden nie weggeräumt, die verrotteten im Wasser und wurden von Jahr zu Jahr immer mehr mit Schutt bedeckt. Aber sie kamen fast 1600 Jahre später wieder ans Tageslicht. Genauer gesagt am 9. November 1981. Wir haben hier ein spätantikes Mannschaftsboot, gebaut im Jahr 390 nach Christus, gefunden 1982, im Winter 1982 hier in Mainz, bei Baumaßnahmen eines großen Hotels. Das ist etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Fahrzeuge dieser Art gibt es bislang nur aus Mainz. Aber sie sind trotzdem weltberühmt. Auf der Trajanssäule in Rom wurden sie sogar in Stein gemeißelt. Und oft beschrieben und als Waffe gerühmt. Diese Fahrzeuge wurden oder konnten aufgrund ihrer besonderen Geschwindigkeit, ihrer Manövriereigenschaften Strecken auf dem Rhein kontrollieren. Auf dem Rhein, der ja in dieser Zeit ein ganz anderes Erscheinungsbild hatte als heute. Das heißt, man konnte diesen Fluss nur auf dem Fluss kontrollieren und überwachen. Eine klare Uferlinie wie heute gab es damals nicht. Der Fluss suchte sich ständig ein neues Bett, war ungezähmt und unreguliert. In dieser Welt waren die Boote der Schutz des römischen Imperiums. Archäologische Entdeckungen landen meistens als Exponat im Museum, zum Anschauen. Mit den Mainzer Römerbooten war das anders. Sie wurden im wahrsten Sinne des Wortes wiedergeboren. Als originalgetreuer Nachbau. Einer, der mit dabei war, ist Dieter Heim. Wie wir das rekonstruiert haben, war das, glaube ich, so nicht zu erwarten. Die wissenschaftlichen Tests haben das aber schon gezeigt, dass wir mit diesem Schiff noch viel Freude haben werden. Und der Name Lusoria Rhenana, also übersetzt wie spielerisch tänzelndes Schiff, das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Lusoria, so nannten die Römer diesen Schiffstyp. Sicher hätten sie sich nicht vorstellen können, dass eins dieser Exemplare nach 15 Jahrhunderten wieder schwimmt. Zunächst mal war es für uns als Wissenschaftler wichtig, dass wir einen Mehrwert erzeugen, wenn wir ein solches Schiff nachbauen und dann auch durchtesten. Und da geht es genau um die Leistungsdaten, die den Wissenschaftler interessieren, nämlich wie ist die Reisegeschwindigkeit, wie ist die Manövrierfähigkeit dieser Schiffe. Und daraus können wir dann Schlussfolgerungen ziehen im Hinblick auf das Verteidigungskonzept der Spätantike. Das war ein ganz großer Schritt nach vorne, weil man bislang von solchen antiken Schiffen und schon gar nicht von Militärschiffen überhaupt keine Leistungsdaten kannte. Die Schiffe waren die letzte Bastion des Römischen Reichs. Die Germanen drückten über den Rhein. Durchgängig verteidigen konnte man die Grenze nicht mehr.
Die Boote waren so etwas wie Streifenwagen, die ständig Patrouille fuhren, um das Schlimmste zu verhindern, um letztlich dann doch zu scheitern. Das Römische Reich ging verloren und mit ihm die Rheinflotte. Also für mich als Wissenschaftler ist es eine ganz großartige Sache, eines der Highlights in meinem wissenschaftlichen Leben, dass wir so ein Projekt auch realisieren konnten, wo wir dann tatsächlich sowas Handfestes auch machen konnten und wo ich sicher war, dass nicht nur ich das dann auch persönlich erleben kann, sondern unheimlich viele andere Leute. Und das war eigentlich von vornherein das Ziel, dass dieses Schiff nachher nicht im Museum verschwindet. Und das alles nach gut 1600 Jahren, das ist einfach eine ganz großartige Sache, speziell natürlich auch für den Wissenschaftler, der sich freut, wenn viele daran auch Freude haben. Ein Schatz aus dem Südwesten. Einzigartig in der Welt. Auch der nächste Schatz kommt aus dem Rhein. Er wird ein paar Kilometer weiter flussaufwärts in Speyer aufbewahrt. Es geht um pures Gold. Haben Sie schon mal was von Johann August Sutter gehört? Das war der Mann, auf dessen Ländereien in Kalifornien 1848 der große Goldrausch begonnen hat. Ursprünglich war er übrigens aus Baden. Er ist in Kandern geboren, ist dann ausgewandert und er ging bei dem ganzen Rausch komplett leer aus. So wie viele seiner badischen Landsleute, die nicht in Kalifornien gesucht haben, sondern bei Karlsruhe. Der Rhein, ein Goldfluss. Es gab bei uns im Südwesten professionelle Goldwäscher. Im Depot des Historischen Museums der Pfalz in Speyer finden sich noch die Überreste eines Berufsbildes, das vor über 100 Jahren verschwunden ist. Das ist die letzte erhaltene Goldwaschbank hier in Europa. Die letzte Goldwaschbank des letzten Speyerer Goldwäschers. 1896 gestorben, Josef Ganninger. Die wurde dann noch mal kurz von seinen drei Söhnen benutzt, bis um 1900. Die haben allerdings dann eingesehen, mit der Goldwäscherei waren die besten Tage bereits vorbei. Man sieht dem Gerät schon an, dass eine Menge Arbeit damit verbunden ist, mit dieser Goldwäscherei. Eine ganz einfache Schaufel haben wir hier, einen sogenannten Frankfurter Spaten. Mit dem hat der Goldwäscher den groben Kies hier auf diese Schütte, das ist so eine Art Sieb, gekippt. Das grobe Material blieb dann oben darauf hängen und wurde dann nach hinten abgeschüttet. Der feinere Sand, der lief dann hier diese Bank hinunter, zuerst über ein Baumwolltuch und dann über ein Wolltuch, auf dem man dann auch die Goldflitter sehr gut erkennen konnte. Das hat man dann ausgewaschen hier in diesen hölzernen Bütten bis hin dann zu so einer Schüssel. Ja, das ist eine einfache irdene Schüssel. Heute natürlich viel ausgefeilter, wenn man da die Hobby-Goldwäscher auch sieht, die flachere Schüsseln haben, mit Riefen an den Seiten. Eine elende, nasse Arbeit mit wenig Ertrag. Außer den Hobby-Goldwäschern, die es ja heute noch gibt, hat sich eigentlich das Goldwaschen erledigt mit der Rheinregulierung durch Tulla. Bis dahin war das durchaus ein einträgliches Geschäft, wenngleich die Goldwäsche an sich davon nie reich geworden sind, denn die jeweiligen Landesherren, denen gehörte sozusagen das Gold. Und das hat die Staatskasse schon ein bisschen aufgebessert
Und bis in die frühen 1860er Jahre wurden auch Golddukaten geprägt aus diesem Rheingold. Insofern ist das auch natürlich was Bleibendes und hat einen hohen Sammlerwert. Das meiste Rheingold liegt heute im Museum oder bei privaten Sammlern, meistens in Münzform. Manchmal aber auch als grandioser Kulturbeutel, wie im Fall des Toilettenservices der Stéphanie de Beauharnais. Das Toilettenservice hat 44 Teile, überwiegend aus vergoldetem Silber. Man hat Gold, Rheingold im Wert von ungefähr 3.500 Gulden in Mannheim, in der Mannheimer Münze, zu einem Barren geschmolzen, verpackt, gesiegelt und dann mit der ganz normalen Post nach Paris geschickt. Und dort wurde dann also mit diesem Material das Silber überzogen und die goldenen Teile hergestellt. Aber für wen war sie eigentlich bestimmt, die Ausbeute von 2 Jahren Goldwäsche am Rhein? Um 1800, als Napoleon expandierte in Europa, hat er ja gerade auch den deutschen Südwesten neu geordnet. Und es war eine politische Heirat des badischen Erbgroßherzogs Karl mit der Familie Napoleons. Stéphanie Beauharnais war eine Nichte der ersten Frau Napoleons, Josephine. Es gab harte Verhandlungen zwischen Baden und Frankreich um diese Hochzeit. Den Badener war Stéphanie als bloß Nichte von Josephine nicht würdig genug. Es ist dann überliefert, dass Napoleon gesagt hat, alors je l'adopte, also dann adoptiere ich sie halt. Und sie hat sie dann adoptiert, hat sie damit zur kaiserlichen Hoheit gemacht. Und so war Stéphanie eine gute Partie für den jungen Erbgroßherzog Karl. Aber das große Frankreich und das kleine Baden in einem Bett, das funktionierte nicht gut. Aber Charles, Henri, Frédéric, Louis, das ist wohl besser, n'est-ce pas? Beaucoup mieux. Ihr Onkel lernt ihn ja bereits, petit Napoleon. Na gut, warum denn nicht gleich? Napoleon von Baden! Dieser Hundsfott! Ein Napoleon auf unserem Thron! Sie nennen meinen Vater. Die Vater. Einen. Jawohl, einen Hundsfott. Hundsfott. Dieser Hundsfott, wenn er will, muss nur so machen. Und das Land Baden und sein lächerlicher Großherzog, adieu, sind von der Landkarte verschwunden. Es soll eine schwierige Ehe gewesen sein, vor allem in den ersten Jahren. Sie haben mehrere Kinder bekommen, Töchter. Der einzige Sohn ist wenige Tage nach der Geburt gestorben. Und dann entwickelt sich eben diese Legende oder diese Mär, dass eben das Kind ausgetauscht worden ist, dass der lebende Prinz entführt worden ist und dann eben viele Jahre später in Nürnberg auftauchte. Das hing in Baden auch damit zusammen, dass die Fürstenlinie, die Zähringerlinie, mit Karl im männlichen Stamm ausstarb. Kaspar Hauser also kein Petit Napoleon auf dem badischen Thron. Was übrig blieb? Ein Toilettenservice aus purem Rheingold. Auf der ganzen Welt gibt es ja nur eine Handvoll Schätze, die es zu echtem literarischen Ruhm gebracht haben. Die beiden bekanntesten sind wahrscheinlich erstens der Heilige Gral und zweitens der Schatz der Nibelungen. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesagt. Die Geschichte dieses Schatzes ist oft erzählt worden. Vom Buch, über die Oper, bis zum Stummfilm-Klassiker. Verborgen sein soll er, tief im Rhein. Möget ihr nun Wunders hören sagen. Hans-Jörg Jacobi ist Maler, Architekt und Schatzsucher. In jahrelanger Kleinarbeit hat er die Geschichte des Schatzes erforscht.
Für ihn ist das Nibelungenlied eine genauso verlässliche Quelle wie die Epen Homers. Und mit denen wurde schließlich Troja gefunden. Darum müssen Degen viele. Im Nibelungenlied, da steht ja drin, er wurde versenkt, Zem, Loche. Loche groß geschrieben. Und da sind sich die Forscher ausnahmsweise mal einig, Loche heißt Lochheim. Und dann hat man gesagt, na, dann müssen wir mal gucken, wo Lochheim ist. Ja, und dann kam der erste spannende Effekt. Ich habe gesagt, wenn das von Worms ausgeht, den Rhein ab, irgendwann gibt es ja diese ominöse Kurve, nicht? So in diesem Bereich, da rein vom Psychologischen. Wenn so eine Kurve kommt, dann mache ich es. Ja? Und da habe ich dann eine Eisbärnadel genommen und in eine Karte reingesteckt und gesagt, in dem Umkreis müsste man eigentlich den Ort Lochheim finden. Und den haben wir dann tatsächlich in alten Flurkarten auch gefunden. Und da kam der erste Gänsehaut, echte Gänsehauteffekt. Aber genau da, wo ich das Ding reingesteckt hatte, nicht? Genau da war der Ort Lochheim. Jacobi war sich so sicher, dass er auf eigene Kosten gesucht hat. Mit schwerem Gerät und Tauchern versuchte er, die Sage endlich dingfest zu machen. Uns ist in alten Meeren Wunders viel gesagt. Der spektakuläre Fund blieb aus. Aber das ficht Hans-Jörg Jacobi nicht an. Von Freund und Hochgezieten, von Weinen und von Klagen. Wir sind ja nicht die reinen Schatzsucher, dass man sagt, man will reich werden, sondern uns ging es eigentlich immer um die Sache, ist da was dahinter? Stimmt das? Das war für uns viel wichtiger, als irgendwie reich zu sein. Ja. Mir genügt zunächst einmal die Sache, dass man alle Faktoren, die es gibt, gehört hat, Gegner, Stimmen, Plus, Minus, und alles abwägt und man zum Ergebnis kommt, die Stelle von uns her bleibt, wir sind an der richtigen Stelle. Die Legende lebt vom sagenumwobenen Schatz im Rhein. Nicht alle Schätze haben es zu solchem Ruhm gebracht wie der Nibelungen. Der nächste zum Beispiel, der wurde nie besungen, weil man ganz einfach nie geahnt hat, dass es so etwas geben könnte. Dabei wurde in den Höhlen der Schwäbischen Alb schon eifrig musiziert. Hier unten wurden die ersten Musikinstrumente der Menschheit gefunden. Das ist eines davon. Wir haben die Flöte in 11 Fragmenten gefunden, davon waren einige größer. Und die Flöte hat insgesamt 5 Grifflöcher. Und an einigen größeren Fragmenten hat man eben diese Grifflöcher gesehen. Und dann war klar, dass es sich um Flötenfragmente handelt. So einen Fund hat man vielleicht alle 10, alle 20 Jahre. Manche Leute oder manche Archäologen haben das eben einmal im Leben. Andere gleich 8-mal innerhalb von ein paar Jahren. Wie Maria Malina und Nicholas Connett. Die beiden arbeiten für die Universität Tübingen. Aus der ganzen Welt reißen sich Wissenschaftler darum, mit ihnen graben zu dürfen. Ich selber grabe auch viel in Südafrika, in Iran, in Syrien, auch anderswo. Und diese Art von Funden gibt es da nicht. Eine Tatsache, die auch diese australische Studentin auf die Alp gelockt hat. Hier siebt sie jedes Gramm Erde durch, das aus der Höhle kommt. Auf der Suche nach kleinsten Knochensplittern. Some of the archaeology that's come out of it is amazing, and like in the area is very, very amazing for archaeology and that sort of thing. And I'm mostly interested in the Paleolithic and stone tools, and there's a lot of that here from like a
pretty large time span, which is good. Nach einer Schicht 7 an der frischen Luft geht's für die Australierin wieder in die Höhle. Und für die Flöte und das Mikroskop. Wie kann man sicher sein, aus winzig kleinen Bruchstücken das Richtige zusammengesetzt zu haben und nicht einfach beliebige Teile zu einem fantasievollen Ganzen? Wenn man mit solchen Funden zum ersten Mal rauskommt, sind natürlich alle erstmal skeptisch, natürlich, also weil das ist natürlich, die Wissenschaftler müssen immer skeptisch bleiben. Die Objekte sind aber so eindeutig und dass ja, es eigentlich keine große Überzeugungsarbeit brauchte. Und es war natürlich schon sensationell, wenn man sich vorstellt, dass diese Instrumente, es sind Musikinstrumente, 40.000 Jahre alt sind. Und den Finder Nick Connert immer noch begeistern. Man kann wirklich jedes beliebiges Lied auf diesem Instrument spielen. Jedes, also sei es Beethoven, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, spielt keine Rolle. Wenn man die Melodie kennt, kann man es hier drauf spielen. Maria Malina, Nick Connert und ihr Team haben sensationelle Funde gemacht. Es gibt vier Arten von symbolischen Artefakten. Schmuck, figürliche Darstellungen. Wir haben auch mythische Darstellungen, die uns einen Einblick in Religion geben. Und die vierte Klasse von neuen Innovationen im symbolischen Bereich sind Musikinstrumente. Und die Musikinstrumente sind vielleicht die allerbedeutendste. Zumindest wenn die Frage ist, was bewegt Menschen am meisten, ist es sicherlich die Musik. Die Musik ist fantastisch. Leute fragen, ja, was würdest du gern finden? Ich mache mir überhaupt keine Spekulationen darüber. Was man findet, ist sowieso immer wesentlich besser, als was man hätte erwarten können. Wie hat es Loriot noch so schön formuliert? Ein Leben ohne Mops ist denkbar, aber sinnlos. Na, da war der Wicke von Bülow nicht der Einzige, der so gedacht hat. Und er war vor allem nicht der Erste. Wir sind im Landesmuseum in Mainz. Hier lagert das höchste Porzellan. Künstlerisch auf Augenhöhe mit Meißen, aber mit teils seltsamen Motiven. Das ist eine der ganz spannenden Figuren hier in der Sammlung. Das ist dargestellt eine Mops-Ordensgruppe. Der Mops-Orden, den gab es tatsächlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und diese Szene, die dargestellt ist, die sitzende Dame, ist natürlich dann die Vorsitzende oder die diesen Mops-Orden führt. Und ihr gegenüber stehend die Dame, die aufgenommen wird oder zu Besuch kommt, begrüßt wird. Und das Ganze findet eingebunden in ein großes Ritual statt, weil dieser kleine Tisch, den Sie hier dabei sehen, spielt eine große Rolle. Das ist der sogenannte Altartisch. Auf den Altar gehört, wie wir das heute auch kennen, eine Kerze mit Leuchter, ein heiliges Buch, was auch immer das dann genau ist, und eben ein Hinweis auf das, worum es geht. Und das ist hier in diesem Falle ein klitzekleiner Porzellan-Mops. Der Mopsorden ist gegründet worden als sogenannter Konkordienorden, also praktisch als ein Orden parallel zu den Freimaurern. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Freimaurer waren und sind eine Männergesellschaft, also von daher waren Frauen nicht zugelassen. Und um dieses Problem zu lösen, hat man also einen zweiten Parallelorden gegründet und dort waren Frauen zugelassen und das Problem gelöst und beides geht. Ein frühes Symbol der Gleichberechtigung. Ein kleiner Mops. Ich kann mich noch sehr gut an meine Schulzeit erinnern, ganz besonders an meinen Geschichtslehrer. Der war immer ganz begeistert von den Römern, von den Griechen, wegen ihrer frühen kulturellen Entwicklung und Errungenschaften.
Vor allem zu einer Zeit, wo bei uns noch sowas wie eine Art kulturelles Vakuum geherrscht haben soll. Ich kann das Ganze aber jetzt glücklicherweise mal gerade rücken, und zwar mit der Hilfe von Herodot, dem griechischen Geschichtsschreiber. Der hat nämlich schon damals Pirene beschrieben. Eine Stadt, die nicht etwa am Nil oder am Tiber lag, sondern bei uns im Südwesten, an der oberen Donau. Das sagenumwobene Pyrene, die Heuneburg. Seit 1950 Schauplatz archäologischer Grabungen. Mit großartigen Funden. Nach und nach holten die Archäologen einen Schatz nach dem anderen aus dem Lehm und gaben damit Herodot recht. Pyrene war großartig. Die Heuneburg war in der Zeit wirklich der Nabel der Welt für die Menschen nördlich der Alpen hier im südwestdeutschen Raum. Es war das Oberzentrum, also die bedeutendste Siedlung, die man hier im Umkreis von vielleicht 200 Kilometern hatte. Es war ein Wirtschaftszentrum, es war ein politisches Machtzentrum, das wissen wir durch die reichen Gräber. Zu einer Zeit, als man auch in Athen noch in Lehmhütten wohnte. Am 28. Dezember 2010 wurde ein 80 Tonnen schwerer Erdblock am Stück geborgen und mit einem Schwertransport nach Esslingen gebracht. Der Inhalt des Grabes war so spektakulär, dass sich der Aufwand lohnte. Erstmals konnte eine komplette Grabkammer im Labor freigelegt werden, ohne dass Wind und Wetter die Funde zerstören. Heute sind die meisten Schätze aus dem Grab geborgen und komplett restauriert im Museum zu sehen. Für Nicole Ebinger-Rist, die den Schatz freigelegt hat, das Ende eines langen Arbeitsprozesses. Das Erste, was sich uns gezeigt hat, war dieser Anhänger. Und da war schon so ein innerliches Freuen oder insgesamt im ganzen Team war ein Aufschrei. Letztendlich, was wir nicht erahnen konnten, dass sich da dann insgesamt noch ein 28,5 cm langes Band dran befindet. Heutzutage, klar, fällt es wie Schuppen von Augen. Man sieht, was es ist, aber letztendlich haben wir uns ziemlich lang, über mehrere Tage dann noch an diesem Band entlang gearbeitet, um dann erst zu sehen, dass es sich hierbei um diesen bandförmigen Ohrring handelt. Eine wirkliche Kostbarkeit, kann man sagen. Das ist einmalig von der Verzierung, von der Form. Es gibt kein zweites Stück dieser Qualität im Raum nördlich der Alpen. Ja, das ist eine Preziose, ja. Das ist auch richtig was wert. Aber die Heuneburg war kein Paradies. Dirk Krause und sein Team stießen auf ein Gräberfeld, wobei der Begriff sehr beschönigend ist. Also im Prinzip lag hier eine ganze Ebene voll mit menschlichen Überresten, die nicht mehr in der anatomisch richtigen Lage liegen. Also die waren im Prinzip zerfallen, die Einzelteile losgelöst voneinander und eventuell auch von Tieren zum Teil ein bisschen verschleppt. Und so liegen normalerweise keine Menschen. Jedes Stück Knochen wird einzeln geborgen. Also ich finde, man muss ihn mit Respekt behandeln, weil es ein Mensch war. Aber es ist auf jeden Fall schonender, wenn wir das machen. In vielen Fällen wird sowas heute mit dem Bagger beseitigt. Und wir behandeln die menschlichen Überreste schon mit viel Respekt.
Respekt, der den Menschen vor über 2000 Jahren wohl eher nicht entgegengebracht wurde. Ja, wir haben hier einen fast vollständig erhaltenen Schädel einer Frau, jungen Frau, etwa 25 Jahre alt ist sie geworden. Und man sieht an diesem Schädel auch Verletzungen. Es können Hiebverletzungen sein oder Schnittverletzungen. Es können aber auch Schleifspuren sein, dass man hier vielleicht die Leiche dieser Frau über Steine geschliffen hat. Auch so kann so etwas entstehen hier, was man sieht. Es deutet alles darauf hin, dass wir hier tatsächlich das andere Ende der sozialen Skala der Bevölkerung fassen, dass wir hier jemanden vor uns haben, eine junge Frau, die, obwohl sie noch jung war, schon Zähne verloren hat, Karies hatte und offensichtlich hier vielleicht zur sozialen Unterschicht gehörte, in jedem Fall dieser Katastrophe und diesem Tod und diesem Verscharren dort nicht entgangen ist. Wenn man sich vorstellt, es waren Menschen wie wir, die Hoffnung hatten, die ja vielleicht ihr Leben noch vor sich hatten, aber da hat dann das Schicksal und die Geschichte einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das sind also Dinge, die einen schon sehr bewegen. Das war also doch eine harte Zeit. Von der als Glanzpunkt der Schmuck der Keltenfürstin erhalten blieb. Zurück im Landesmuseum in Stuttgart. In die Schatzkammer der Prunkinstrumente der Renaissance. Kuratorin Irmgard Misch auf dem Weg zur Arbeit. Wer Schätze aus Gold sucht, ist bei ihr genau richtig. Einer ihrer Lieblingsschätze ist ein goldener Strauß mit Innenleben. Das ist eine sogenannte Automatenuhr. Das heißt, wir haben durchaus eine Uhr mit einem Uhrwerk. Hier ist auch die Uhranzeige, aber die tritt in den Hintergrund. Denn das Entscheidende ist der Automat. Durch ein Uhrwerk, das sich hier im Sockel befindet, werden diese Tierfiguren zur Bewegung angetrieben. Und das löste in der Renaissance eine große Faszination aus. Wir müssen uns tatsächlich so vorstellen, dass die Menschen durchaus der Überzeugung waren, wie ein alter Deus, wie ein anderer Gott Leben zu schaffen. Der Uhrwerkmechanismus als solches war noch nicht unbedingt allgemein gut, allgemein Wissen, sondern wenn ein solches Objekt, und dafür war es gedacht, auf einer fürstlichen Tafel stand und dann plötzlich der Strauß mit den Flügeln zu schlagen begann, dann war das eine Faszination, eine Begeisterung, ein echtes lebendiges Objekt, ein echtes lebendiges Tier erschien auf dem Tisch. Diese Objekte erzeugen auch heute noch einen unglaublichen Zauber, denn wir bewundern die Handwerkskunst, die dahinter steht. Und auch heute sind Menschen überrascht, wenn sie ins Museum kommen und ich öffne die Vitrine und führe das im Rahmen von Führung vor. Diese Bewegung, es ist etwa eine Verlebendigung und das funktioniert auch noch heute. Andere Menschen zu anderen Zeiten haben da weitaus bescheidener gelebt. In Heidelberg wurden in den 50er Jahren ganz besondere Entdeckungen gemacht. Von einer Legende der Archäologie, Bernd Marc Heukemes. Hier draußen an der Frankfurter Straße in Heidelberg-Neuenheim wird nun in diesem Winter eine große Fernverkehrsstraße ausgebaut, die Frankfurter Straße. Und hier sind wir nun in Eis und Schnee, kurz nach Neujahr, auf römische Funde gestoßen.
Ganz in unserer Nähe steht der Bagger, der damals auf eine römische Straße stieß. Wir fanden Kies und eine Buntsandsteinstückung und sahen dann gleich am Ausbau, dass es die Römerstraße von Heidelberg nach Ladenburg gewesen sein muss. Dicht bei der Straße stieß dann der Bagger plötzlich auf ein Gefäß, das heißt genauer gesagt auf zwei Krüge, die er beschädigte. Na, ich glaube, ich muss meinen Vorarbeiter Winkler einmal fragen, der dabei war. Herr Winkler, kommen Sie doch mal her. Wie war denn das damals, als wir mit dem Bagger auf die beiden ersten Krüge stießen? Ja, der Bagger, der hat die zwei Krüge also in Schäbe gemacht. Wir haben dann sofort abgestoppt und haben mit Spachtel vorsichtig ausgegraben. Da haben wir dann Urne, Öllampe, Münze und so weiter, haben wir alles rausgelegt. Das war damals das erste Grab. Nun, wir sind schon bedeutend weiter. Heute sind wir an dem Grab 203 angelangt. Daraus wurden dann im Laufe der Jahre mehr als 1400. Im Kurpfälzischen Museum Heidelberg hat Andreas Hensen die Funde ausgewertet. Jeder Karton steht für ein Grab. Wir kennen eine Vielzahl von Beigaben, mit denen diese Gräber ausgestattet worden sind. Und das ist ein Karton, der eine Auswahl von Beigaben einer Bestattung enthält. In diesem Fall haben wir ein etwas seltenes Stück. Das ist eine Spielpuppe, eine Gliederpuppe, die von Kindern benutzt wurde und die ein Symbol dafür sein sollte, dass hier ein Mensch zu früh verstorben ist. Bei der wissenschaftlichen Bearbeitung berührt es uns bei aller Routine, wenn wir sehen, dass das Grab eines kleinen Kindes doch besonders ausgestattet worden ist. Da spiegelt sich durchaus der Schmerz der Eltern wider. Ein anderes Grab hat weltweit Aufsehen erregt, der Beigaben wegen. In diesem Grab sind nicht nur diese unverbrannten Schröpfköpfe erhalten geblieben, sondern auch mindestens zwei medizinische Instrumente, die mit dem Toten auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Im einen Fall handelt es sich um Reste einer Spatelsonde, die für die Untersuchung des menschlichen Körpers diente, und ein kleines Schärchen, mit der man die Wunde behandelte bzw. Haar entfernte. Diese Beigaben waren zwar nicht besonders wertvoll, aber aussagekräftig. Nach der Restaurierung der Beigaben stand fest, dass es sich offensichtlich um eine Person handelt, die einen medizinischen Beruf ausgeübt hat. Das war schon etwas Besonderes. Zur Sensation wurde die Geschichte dann aber als das Ergebnis der anthropologischen Analyse, das heißt der Untersuchung der menschlichen Knochenreste vorlag. Und das zeigte eindeutig, dass es sich um eine weibliche Person handelt zum einen und dass sie ein Alter zwischen 30 und 35 Jahren erreicht hat. Die Frau war Chirurgin. Es hat allerdings sehr lange gedauert, bis diese Tatsache allgemein anerkannt wurde. Das Interessante ist, dass diese römische Ärztin im Universitätscampus in Heidelberg entdeckt wurde. Eine Universität, die erst im Jahre 1900 die erste Frau zum medizinischen Studium zugelassen hat. Anderthalb Jahrtausende, nachdem schon mal eine Ärztin in Heidelberg operiert hatte. Neben den unscheinbaren kleinen Gräbern mit großer Geschichte gibt es im Südwesten auch die wirklich großen Gräber. Die gut sichtbaren Grabanlagen wurden von der Steinzeit bis ins Mittelalter errichtet, als imposante letzte Heimstatt wichtiger Menschen. Einer davon lebte in Hochdorf.
Seine Grabbeigaben befinden sich heute im Landesmuseum in Stuttgart. Wir stehen hier in unserem Depot. Da haben wir im Moment eines der wertvollsten Objekte, das wir im Landesmuseum aufbewahren dürfen, zwischengelagert. Das ist die Sitzbank, das Sofa aus dem Grab von Hochdorf, ein Bronzemöbel, auf dem der Tote zur Bestattung aufgebahrt war. Ein solches großes, fast 3 Meter langes Sitzmöbel aus Bronze nördlich der Alpen ist einzigartig. Das Spannende ist, dass zu diesem Stück ein Unterbau gehört, ein Unterbau bestehend aus einem eisernen Gestänge und 8 Tragefiguren. 8 Tragefiguren, das sind kleine Frauen mit erhobenen Armen, die nun zu 8 dieses Sitzmöbel gestützt haben. Und diese Frauen sind wiederum auf kleinen, beweglichen Rädern gelagert. Das heißt, dieses Möbel war in Querrichtung rollbar. Und diente dem Toten als letzte Ruhestätte. Im Grab wurde der Tote von bronzenen Löwen bewacht. Diese Löwen, die wir hier sehen, die gehörten zusammen mit 3 großen Henkeln, sogenannten Attaschen, zum Schmuck eines griechischen Kessels, eines großen Kessels mit einem Fassungsvermögen von über 500 Litern. Der im Grab gefunden worden ist, unmittelbar neben der Sitzbank, dem Sofa. Und diese Löwen, die zierten den Rand des Kessels. Und das Spannende ist, dass wir unter diesem wohl einheimischen Stück noch die Nietlöcher eines verloren gegangenen griechischen Löwen gefunden haben. Das heißt, dieser Löwe ersetzte einen verloren gegangenen griechischen Löwen. Neben Sitzbank, Kessel und Löwen war der Tote mit reichen Beigaben aus Gold geradezu überhäuft. Es gibt andere bedeutende sogenannte Fürstengräber. Aber Hochdorf ist einzigartig. Das Ensemble von Hochdorf mit Kessel, mit der Sitzbank, anderen Objekten ist sicherlich einer der bedeutendsten Grabfunde der europäischen Vorgeschichte überhaupt. Manche Schätze haben nichts mit Gold und Silber zu tun. Und sind doch von hohem Wert. Die Rede ist von der Schwarzwalduhr. Die gibt's mal mit, mal ohne Kuckuck. Mit bemaltem Schild. Und überhaupt in allen Varianten. Eine aber ist besonders und wird gerade von Christoph Adler im Landesmuseum in Karlsruhe zum Laufen gebracht. Die Uhr ist jetzt auch so etwa von 1820 und da gab es halt in der Zeit so im Übergang gab es Holzteile und Messingteile, die halt beide an der Uhr verwendet worden sind. Der Uhrenbau ernährte Generationen badischer Familien. Schon deswegen sind sie Schätze. Unsere Uhren im Museum, die laufen normalerweise gar nicht. Und wenn so eine Uhr 50 Jahre nicht gelaufen ist, dann sammelt sich da natürlich auch alles Mögliche sozusagen an. Also bei der Uhr war es jetzt eigentlich kein großes Problem, dass sie wieder geht. Ich habe mich selber gewundert. Das Besondere an der Uhr,
dass das eine Köpfungsszene darstellt, also der heilige Johannes, der geköpft wird. Und im Prinzip ist es ja schon sehr makaber und auf die Art dann aber auch schon wieder witzig. Im Prinzip muss ich nur noch die zwei Zahnräder hier einführen und das Ziffernblatt drauf mache und die Uhr anschucke und dann kann geköpft werden. Von einem Schloss ins nächste. Von Karlsruhe nach Stuttgart. So, jetzt haben wir also einen großen Koffer gehabt, aus dem etwas sehr Kleines herauskommt. Etwas sehr Kleines, aber etwas sehr Wertvolles, eines der wertvollsten Stücke, das wir überhaupt besitzen hier im Haus. Es ist ein Löwenköpfchen, ein nicht mal 3 cm großes Löwenköpfchen aus einem Material, das es heute nicht mehr gibt, aus Mammutelfenbein. Und es gehört zu einer Gruppe der ältesten Kunstwerke der Welt, die wir hier von der Schwäbischen Alb haben. Es ist nicht mal ein ganz erhaltenes Objekt, es ist das Fragment einer wohl ehemals vollplastischen Figur, zumindest eines vollplastischen Kopfes. Es ist abgeplatzt, man muss sich also die Rückseite ergänzen und es ist 35.000 Jahre alt. Das hier ist weitaus bedeutender als die Mona Lisa, wenn man so möchte. Es ist wirklich das erste Aufscheinen von Kunst, von künstlerischen Äußerungen in der Menschheit überhaupt weltweit. Geschaffen wurde dieses Kunstwerk im Lohnetal. Hier überdauerten die Schätze im Schutz der Höhlen. Schätze, die mit einfachsten Mitteln geschaffen wurden und doch unglaublich filigran gearbeitet sind. Ewa Dudkiewicz hat viele der Tierfiguren von der Schwäbischen Alb untersucht. Sie ist sich sicher, weder die Kunstwerke noch die Künstler waren primitiv. Man muss sich natürlich vergegenwärtigen, dass Steinwerkzeuge nicht primitiv sind. Die sind unglaublich scharf. Also man kann sich teilweise an frisch ausgegrabenen Stücken bis heute noch schneiden. Also das ist schon ein gutes Werkzeug. Die Menschen waren Menschen wie wir. Sie hatten genau die gleichen manuellen Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten. Allein das Köpfchen an sich ist ja schon ein Meisterwerk. Man sieht hier ganz genau die Form des Löwen. Das Objekt ist ja gerade mal 2,5 cm groß. Und jetzt hier in der Vergrößerung sieht man alle Details. Das Ohr ist perfekt ausgearbeitet, hier das Auge. Dann haben wir hier diese sogenannten Trennlinien. Also wenn man Katzen von der Seite anschaut, dann haben die immer hier so eine ziemlich deutlich ausgeprägte Linie. Und das ist eigentlich plastisch einfach ausgearbeitet. Die Nase ist perfekt ausgearbeitet. Man sieht hier noch eine Linie, die Nasenlinie unterstützt. Und dann haben wir hier so einen kleinen Einschnitt zum Maul. Also das ist wirklich eine perfekte Großkatze, die hier dargestellt wurde. Und deswegen sind natürlich diese Markierungen hier auch kein Zufall. Die sitzen an genau der Stelle, wo es optisch schön aussieht. Wenn man die Stücke im Museum sich anschaut, dann wirken die sehr klein. Wenn man sie sich aber wirklich in der Vergrößerung mal anschaut, alles ist perfekt gestaltet. Da kriegt man schon Tränen in die Augen. Es gibt Katastrophen, die brennen sich ins Gedächtnis. Zum Beispiel die Vernichtung der Stadt Pompeji oder auch der Untergang der Titanic 1912. Das Schiff wird ja erst nach dem Unglück zum großen Mythos. Vorher war es natürlich der Stolz der Reederei, White Star Line, aber im Grunde genommen ein Schiff unter vielen. Die Jungfernfahrt war nicht mal ausgebucht. 1300 Passagiere waren an Bord, 2400 hätten Platz gehabt.
Und noch ein Platz blieb frei, nämlich der einer Orgel, die eigentlich mitfahren sollte. Im Deutschen Musikautomatenmuseum im Schloss Bruchsal steht sie. Die legendäre Titanic-Orgel. Ein Mythos. Made in Südwest. Das ist eine Philharmonie-Orgel der Firma Welte in Freiburg, gebaut in den Jahren 1911, 1912. Ein High-End-Produkt dieser Firma, die bis in die 20er Jahre in Freiburg tätig war und im Grunde genommen im Markt der selbstspielenden Musikinstrumente große weltweite Bedeutung hatte. Die Orgeln von Welte waren weltberühmt. Aber nur diese eine hatte das Zeug dazu, eine Legende zu werden. Eine Legende mit Fragezeichen. Ja, also das ist sehr mythisch. Es wurde gesagt, dass im Grunde genommen ein Modell dieses Typs für die Titanic geplant war. Es geht die Sage, dass im Grunde genommen eine verpasste Lieferung bzw. der Monteur, der Chefmonteur, der es einbauen sollte, zu spät kam und deswegen die Sachen am Quai stehen geblieben sind und nicht eingebaut wurden. Captain Edward John Smith legte mit seinem Schiff am Mittag des 12. April 1912 ab. Es sollte seine letzte Reise vor der Pensionierung sein. Über Frankreich und Irland führte die Route hinaus auf den Nordatlantik. Wo die Titanic in der Nacht vom 14. auf den 15. April mit einem Eisberg kollidierte und sank. 1943 stellte man sich das so vor. Zum Donnerwetter, was ist denn mit dem Scheinwerfer? Bruder liegt hart backbord. Das wäre noch mal gut gegangen. Gut gegangen ist es eben nicht. Die Titanic ging unter. Mit 1500 Menschen, aber ohne Orgel. Es gibt Hinweise, die dafür sprechen. Es gibt aber auch genauso welche, die dagegen sprechen. Wir haben alle möglichen Ecken ausgeleuchtet, archivalisch, aber eigentlich im Grunde genommen nichts Konkretes gefunden. Es existieren also sehr viele Halbwahrheiten. Aber das ist einfach im Grunde genommen bei einem Mythos so, er kann auch für sich selber stehen. Als unser Anteil an einer der größten Schiffskatastrophen der Welt. Das waren für heute die größten Schätze des Südwestens, aber seien Sie sicher, das war nur eine kleine Auswahl. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele und auch noch den ein oder anderen Sensationsfund, der noch gar nicht entdeckt wurde. Also, machen Sie es gut, bis bald. Tschüss! Für die Beerdigung von Karl Friedrich angefertigt worden ist. Oder wie 1907 bei der Beerdigung von Friedrich dem I. Die Krone wurde dem Sarg vorangetragen. Es folgten der Trauerwagen und sogar eingefleischte Sozialisten, die dem beliebten Großherzog das letzte Geleit gaben. Das Haus Baden lebte weiter. Dafür stand die Krone. In all ihrer Pracht. Dieses Funkeln kommt jetzt nicht nur durch diese hohe Qualität der Steine, sondern eben auch durch diesen besonderen Schliff. Dieses Funkeln wird man heute gar nicht mehr so finden auf den neuen Schliffen. Also das war ein Farbenspiel, das hat in Augen wehgetan, würde man heute sagen. Das tut es immer noch.
Auch wenn die Krone heute ohne ihre Großherzöge auskommen muss, im Schloss in Karlsruhe. Der Südwesten ist reich an Schätzen. Ganz besondere wurden an der östlichen Grenze Württembergs gefunden, im Lohnetal. Die Lohne ist ein kleines Flüsschen in einem weiten Tal. Einem Tal, das gespickt ist mit Höhlen. Eine der bekanntesten, die Vogelherdhöhle. Eva Dudkiewicz ist Archäologin. Sie liebt diesen Ort. Nicht wegen der Höhle an sich, sondern wegen der Funde, die hier gemacht wurden. Das ist das kleine Mammut, das die einzige Figur von der Schwäbischen Alb, die vollständig erhalten ist. Dieses hier hat 40.000 Jahre unbeschadet überstanden. Also man erkennt auf den ersten Blick, dass es sich um Mammut handelt. Man sieht hier diese hohe Stirn, diesen kleinen Sattel hinter dem Kopf, dann die hohe Schulterpartie und dann dieses ganz typisch für Mammuts, diese abfallende Rückenlinie. Alle Details sind ausgearbeitet. Wir haben hier das Auge reingeritzt, das kleine Ohr. Wir sehen, dass der Rüssel, der hängt nicht einfach nur rund. Von einem Schloss ins nächste. Von Karlsruhe nach Stuttgart. So, jetzt haben wir also einen großen Koffer gehabt, aus dem etwas sehr Kleines herauskommt. Etwas sehr Kleines, aber etwas sehr Wertvolles, eines der wertvollsten Stücke, das wir überhaupt besitzen hier im Haus. Es ist ein Löwenköpfchen, ein nicht mal 3 cm großes Löwenköpfchen aus einem Material, das es heute nicht mehr gibt, aus Mammutelfenbein. Und es gehört zu einer Gruppe der ältesten Kunstwerke der Welt, die wir hier von der Schwäbischen Alb haben. Es ist nicht mal ein ganz erhaltenes Objekt, es ist das Fragment einer wohl ehemals vollplastischen Figur, zumindest eines vollplastischen Kopfes. Es ist abgeplatzt, man muss sich also die Rückseite ergänzen und es ist 35.000 Jahre alt. Das hier ist weitaus bedeutender als die Mona Lisa, wenn man so möchte. Es ist wirklich das erste Aufscheinen von Kunst, von künstlerischen Äußerungen in der Menschheit überhaupt weltweit. Geschaffen wurde dieses Kunstwerk im Lohnetal. Hier überdauerten die Schätze im Schutz der Höhlen. Schätze, die mit einfachsten Mitteln geschaffen wurden und doch unglaublich filigran gearbeitet sind. Eva Dudkiewicz hat viele der Tierfiguren von der Schwäbischen Alb untersucht. Sie ist sich sicher, weder die Kunstwerke noch die Künstler waren primitiv. Man muss sich natürlich vergegenwärtigen, dass Steinwerkzeuge nicht primitiv sind. Die sind unglaublich scharf. Also man kann sich teilweise an frisch ausgegrabenen Stücken bis heute noch schneiden. Also das ist schon ein gutes Werkzeug. Die Menschen waren Menschen wie wir. Sie hatten genau die gleichen manuellen Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten. Allein die,
das Köpfchen an sich ist ja schon ein Meisterwerk. Man sieht hier ganz genau die Form des Löwen. Das Objekt ist ja gerade mal 2,5 Zentimeter groß. Und jetzt hier in der Vergrößerung sieht man alle Details. Das Ohr ist perfekt. Im Depot des Historischen Museums der Pfalz in Speyer finden sich noch die Überreste eines Berufsbildes, das vor über 100 Jahren verschwunden ist. Das ist die letzte erhaltene Goldwaschbank hier in Europa. Die letzte Goldwaschbank des letzten Speyerer Goldwäschers, 1896 gestorben, Josef Ganninger. Die wurde dann noch mal kurz von seinen drei Söhnen benutzt, bis um 1900. Die haben allerdings dann eingesehen, mit der Goldwäscherei waren die besten Tage bereits vorbei. Man sieht dem Gerät schon an, dass eine Menge Arbeit damit verbunden ist, mit dieser Goldwäscherei. Eine ganz einfache Schaufel haben wir hier, einen sogenannten Frankfurter Spaten. Mit dem hat der Goldwäscher den groben Kies hier auf diese Schütte, das ist so eine Art Sieb, gekippt. Das grobe Material blieb dann oben darauf hängen und wurde dann nach hinten abgeschüttet. Der feinere Sand, der lief dann hier diese Bank hinunter, zuerst über ein Baumwolltuch und dann über ein Wolltuch, auf dem man dann auch die Goldflitter sehr gut erkennen konnte. Das hat man dann ausgewaschen hier in diesen hölzernen Bütten bis hin dann zu so einer Schüssel. Ja, das ist eine einfache irdene Schüssel. Heute natürlich viel ausgefeilter, wenn man da die Hobby-Goldwäscher auch sieht, die flachere Schüsseln haben, mit Riefen an den Seiten. Eine elende, nasse Arbeit mit wenig Ertrag. Außer den Hobby-Goldwäschern, die es ja heute noch gibt, hat sich eigentlich das Goldwaschen erledigt mit der Reinregulierung durch Tulla. Bis dahin war das durchaus ein einträgliches Geschäft, wenngleich die Goldwäscher an sich davon nie reich geworden sind, denn die jeweiligen Landesherren, denen gehörte sozusagen das Gold. Und das hat die Staatskasse schon ein bisschen aufgebessert und bis in die frühen 1860er Jahre wurden auch Golddukaten geprägt aus diesem Rheingold. Insofern ist das auch natürlich was Bleibendes und hat einen hohen Sammlerwert. Die letzte Goldwaschbank des letzten Speyerer Goldwäschers, 1896 gestorben, Josef Ganninger, die wurde dann noch mal kurz von seinen drei Söhnen benutzt, bis um 1900. Die haben allerdings dann eingesehen, mit der Goldwäscherei waren die besten Tage bereits vorbei. Man sieht dem Gerät schon an, dass eine Menge Arbeit damit verbunden ist, mit dieser Goldwäscherei. Eine ganz einfache Schaufel haben wir hier, einen sogenannten Frankfurter Spaten. Mit dem hat der Goldwäscher den groben Kies hier auf diese Schütte, das ist so eine Art Sieb, gekippt. Das grobe Material blieb dann oben darauf hängen und wurde dann nach hinten abgeschüttet. Der feinere Sand, der lief dann hier diese Bank hinunter, zuerst über ein Baumwolltuch und dann über ein Wolltuch, auf dem man dann auch die Goldflitter sehr gut erkennen konnte. Das hat man dann ausgewaschen hier in diesen hölzernen Bütten bis hin dann zu so einer Schüssel. Ja, das ist eine einfache irdene Schüssel. Heute natürlich viel ausgefeilter, wenn man da die Hobby-Goldwäscher auch sieht, die flachere Schüsseln haben, mit Riefen an den Seiten. Eine elende, nasse Arbeit mit wenig Ertrag. Außer den Hobby-Goldwäschern, die es ja heute noch gibt, hat sich eigentlich das Goldwaschen erledigt mit der Reinregulierung durch Tulla. Bis dahin war das durchaus ein einträgliches Geschäft,
wenngleich die Goldwäsche an sich davon nie reich geworden sind, denn die jeweiligen Landesherren, denen gehörte sozusagen das Gold. Und das hat die Staatskasse schon ein bisschen aufgebessert. Und bis in die frühen 1860er Jahre wurden auch Golddukaten geprägt aus diesem Rheingold. Insofern ist das auch natürlich was Bleibendes und hat einen hohen Sammlerwert. Das meiste Rheingold liegt heute im Museum oder bei privaten Sammlern, meistens in Münzform. Manchmal aber auch als grandioser Kulturbeutel, wie im Fall des Toilettenservices der Stéphanie de Beauharnais. Das Toilettenservice hat 44 Teile, überwiegend aus vergoldetem Silber. Man hat Gold, Rheingold im Wert von ungefähr 3.500 Gulden in Mannheim, in der Mannheimer Münze, zu einem Barren geschmolzen, verpackt, gesiebt. Fleisch vom Knochen lösen. Mittlerweile wurden die Überreste von etwa 500 Opfern gefunden. So genau weiß das aber keiner, weil die Leichen in kleinste Teile zerlegt und regelrecht ausgeweidet wurden. Wie Details beweisen. Zum Beispiel an der Wirbelsäule. Das gibt für diese Behandlung der Wirbelsäule und also der Trennvorgang zwischen Rippen und Wirbelsäule, der ist ein spezifisches Teil des französischen Jagdvokabulars. Das heißt da levée de l'échine. Also wenn man das Wild schon im Wald auseinandernimmt, dann will man nicht alles mitnehmen, was sowieso nur Abfall ist. Und man trennt, genau wie wir das hier in Herxheim bei den Menschen beobachten können, eben die Wirbelsäule aus dem Rücken heraus. Das levée ist einfach herausheben der Wirbelsäule. Dann kann man natürlich die beiden Brustkorbteile schön auseinandernehmen. Und das ist dieser Ausdruck, der bei den französischen Anthropologen auch so verwendet wird für diese Praxis, eben auch Menschen so zu zerlegen. Was auch immer hier passierte, die Täter gingen methodisch vor. Alle Schädel wurden zum Beispiel auf die gleiche Art zerschlagen. Aber im Grunde müssen Sie sich vorstellen, dass die sich so einen Bereich der sogenannten Hutkrempenlinie gewählt haben. Ziehen sich einen Hut über und da, wo der ansetzt, da haben die das irgendwie abgeschlagen. Und das ist ein Knochen, das heißt, sie können das natürlich nicht wirklich, das ist ja nicht abgesägt, sondern man hat mit Steinbeilen sehr gezielte Schläge vollzogen. Und da muss man, denke ich, auch sehr vorsichtig sein. Wir können das natürlich nicht nachproduzieren, weil also wir haben jetzt keine Menschen als Versuchskaninchen. Landesarchäologin Andrea C. Planz und ihr Team haben in jahrelanger Spurensuche herausgefunden, was in Herxheim passiert ist. Die Frage ist die nach dem Warum. Und das wird wohl auf lange Zeit ein Rätsel bleiben. Neben den Knochen wurde auch wertvolle Keramik gefunden, sogenannte Bandkeramik, nach der diese Epoche benannt wurde. Genau wie die Leichen wurden auch Schalen und Töpfe erst zerschlagen und dann in Gruben entsorgt. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass wir hier ein sehr komplexes Ritual vorliegen haben, durch das sich wie ein roter Faden Zerstörung zieht. Wir wissen natürlich nicht, was in Einzelnen die Handlungen innerhalb des Rituals waren. Wir können nur die Ergebnisse konstatieren. Die Ergebnisse sind alles, was irgendwie in diesem Ritual eine Rolle spielte, wird zerstört. Bis hin zu Menschen, die ganz offensichtlich hier als Menschenopfer, wenn Sie so wollen, auch eine wichtige Rolle spielen. Aber die Heuneburg war kein Paradies. Dirk Krause und sein Team stießen auf ein Gräberfeld, wobei der Begriff sehr beschönigend ist. Also im Prinzip lag hier eine ganze Ebene voll mit menschlichen Überresten, die nicht mehr in der anatomisch richtigen Lage liegen. Also die waren im Prinzip zerfallen, die Einzelteile losgelöst voneinander und eventuell auch von Tieren zum Teil ein bisschen verschleppt und
So liegen normalerweise keine Menschen. Jedes Stück Knochen wird einzeln geborgen. Also ich finde, man muss ihn mit Respekt behandeln, weil es ein Mensch war. Aber es ist auf jeden Fall schonender, wenn wir das machen. In vielen Fällen wird sowas heute mit dem Bagger beseitigt. Und wir behandeln die menschlichen Überreste schon mit viel Respekt. Respekt, der den Menschen vor über 2000 Jahren wohl eher nicht entgegengebracht wurde. Ja, wir haben hier einen fast vollständig erhaltenen Schädel einer Frau, jungen Frau, etwa 25 Jahre alt ist sie geworden. Und man sieht an diesem Schädel auch Verletzungen. Es können Hiebverletzungen sein oder Schnittverletzungen. Es können aber auch Schleifspuren sein, dass man hier vielleicht die Leiche dieser Frau über Steine geschliffen hat. Auch so kann so etwas entstehen hier, was man sieht. Es deutet alles darauf hin, dass wir hier tatsächlich das andere Ende der sozialen Skala der Bevölkerung fassen, dass wir hier jemanden vor uns haben, eine junge Frau, die, obwohl sie noch jung war, schon Zähne verloren hat, Karies hatte und offensichtlich hier vielleicht zur sozialen Unterschicht gehörte, in jedem Fall dieser Katastrophe und diesem Tod und diesem Verscharren dort nicht entgangen ist. Wenn man sich vorstellt, es waren Menschen wie wir, die Hoffnung hatten, die ja vielleicht ihr Leben noch vor sich hatten, aber ja, da hat dann das Schicksal und die Geschichte einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das sind also Dinge, die einen schon sehr bewegen. Das war also doch eine harte Zeit. Von der als Glanzpunkt der Schmuck der Keltenfürstin erhalten blieb. Zurück im Landesmuseum in Stuttgart. In die Schatzkammer der Prunkinstrumente der Renaissance. Die Frau war Chirurgin. Es hat allerdings sehr lange gedauert, bis diese Tatsache allgemein anerkannt wurde. Das Interessante ist, dass diese römische Ärztin im Universitätscampus in Heidelberg entdeckt wurde. Eine Universität, die erst im Jahre 1900 die erste Frau zum medizinischen Studium zugelassen hat. Anderthalb Jahrtausende, nachdem schon mal eine Ärztin in Heidelberg operiert hatte. Neben den unscheinbaren kleinen Gräbern mit großer Geschichte gibt es im Südwesten auch die wirklich großen Gräber. Die gut sichtbaren Grabanlagen wurden von der Steinzeit bis ins Mittelalter errichtet, als imposante letzte Heimstatt wichtiger Menschen. Einer davon lebte in Hochdorf. Seine Grabbeigaben befinden sich heute im Landesmuseum in Stuttgart. Wir stehen hier in unserem Depot. Da haben wir im Moment eines der wertvollsten Objekte, das wir im Landesmuseum aufbewahren dürfen. Zwischengelagert, das ist die Sitzbank, das Sofa aus dem Grab von Hochdorf, ein Bronzemöbel, auf dem der Tote zur Bestattung aufgebahrt war. Ein solches großes, fast 3 Meter langes Sitzmöbel aus Bronze nördlich der Alpen ist einzigartig. Das Spannende ist, dass zu diesem Stück ein Unterbau gehört, ein Unterbau bestehend aus einem eisernen Gestänge und 8 Tragefiguren. 8 Tragefiguren, das sind kleine Frauen mit erhobenen Armen, die nun zu 8 dieses Sitzmöbel gestützt haben. Und diese Frauen sind wiederum auf kleinen, beweglichen Rädern gelagert. Das heißt, dieses Möbel war in Querrichtung rollbar. Und diente dem Toten als letzte Ruhestätte. In
Im Grab wurde der Tote von bronzenen Löwen bewacht. Diese Löwen? Darum müssen Degen viele. Im Nibelungenlied, da steht ja drin, er wurde versenkt, Zem Loche. Loche groß geschrieben. Und da sind sich die Forscher ausnahmsweise mal einig, Loche heißt Lochheim. Und dann hat man gesagt, na, da müssen wir mal gucken, wo Lochheim ist. Ja, und dann kam der erste spannende Effekt. Ich habe gesagt, wenn das von Worms ausgeht, den Rhein ab, irgendwann gibt es ja diese ominöse Kurve, nicht? So in diesem Bereich, da rein vom Psychologischen. Wenn so eine Kurve kommt, dann mache ich es. Ja? Und da habe ich dann eine Eisbärnadel genommen und in eine Karte reingesteckt und gesagt, in dem Umkreis müsste man eigentlich den Ort Lochheim finden. Und den haben wir dann tatsächlich in alten Flurkarten auch gefunden. Und da kam der erste echte Gänsehauteffekt. Aber genau da, wo ich das Ding reingesteckt hatte, nicht? Genau da war der Ort Lochheim. Jacobi war sich so sicher, dass er auf eigene Kosten gesucht hat. Mit schwerem Gerät und Tauchern versuchte er, die Sage endlich dingfest zu machen. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesagt. Der spektakuläre Fund blieb aus. Aber das ficht Hansjörg Jacobi nicht an. Von Freund und Hochgezieten. Von Weinen und von Klagen. Wir sind ja nicht die reinen Schatzsucher, dass man sagt, man will reich werden, sondern uns ging es eigentlich immer um die Sache, ist da was dahinter? Stimmt das? Das war für uns viel wichtiger, als irgendwie reich zu sein. Ja. Mir genügt zunächst einmal die Sache, dass man alle Faktoren, die es gibt, gehört hat, Gegner, Stimmen, Plus, Minus, und alles abwägt und man zum Ergebnis kommt, die Stelle von uns her bleibt, wir sind an der richtigen Stelle. Die Legende lebt vom sagenumwobenen Schatz im Rhein. Nicht alle Schätze haben es zu solchem Ruhm gebracht wie der Nibelungen. Der nächste zum Beispiel, der wurde nie besungen, weil man ganz einfach nie geahnt hat, dass es so etwas geben könnte. Dabei wurde in den Höhlen der Schwäbischen Alb schon eifrig musiziert. Hier unten wurden die ersten Musikinstrumente der Menschheit gefunden. Und die vierte Klasse von neuen Innovationen im symbolischen Bereich sind Musikinstrumente. Und die Musikinstrumente sind vielleicht die allerbedeutendste. Zumindest wenn die Frage ist, was bewegt Menschen am meisten, ist es sicherlich die Musik. Die Musik ist fantastisch. Leute fragen, ja, was würdest du gern finden? Ich mache mir überhaupt keine Spekulationen darüber. Was man findet, ist sowieso immer wesentlich besser, als was man hätte erwarten können. Wie hat es Loriot noch so schön formuliert? Ein Leben ohne Mops ist denkbar, aber sinnlos. Na, da war der Wicke von Bülow nicht der Einzige, der so gedacht hat. Und er war vor allem nicht der Erste. Wir sind im Landesmuseum in Mainz. Hier lagert das höchste Porzellan. Künstlerisch auf Augenhöhe mit Meißen, aber mit teils seltsamen Motiven. Das ist eine der ganz spannenden Figuren hier in der Sammlung. Das ist dargestellt eine Mops-Ordensgruppe. Der Mops-Orden, den gab es tatsächlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und diese Szene, die dargestellt ist, die sitzende Dame, ist natürlich dann die Vorsitzende oder die diesen Mops-Orden führt.
Und ihr gegenüber stehend die Dame, die aufgenommen wird oder zu Besuch kommt, begrüßt wird. Und das Ganze findet eingebunden in ein großes Ritual statt, weil dieser kleine Tisch, den Sie hier dabei sehen, spielt eine große Rolle. Das ist der sogenannte Altartisch. Auf den Altar gehört, wie wir das heute auch kennen, eine Kerze mit Leuchter, ein heiliges Buch, was auch immer das dann genau ist, und eben ein Hinweis auf das, worum es geht. Und das ist hier in diesem Falle ein klitzekleiner Porzellan-Mops. Der Mopsorden ist gegründet worden als sogenannter Konkordienorden, also praktisch als ein Orden parallel zu den Freimaurern. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Freimaurer waren und sind eine Männergesellschaft, also von daher waren Frauen nicht zugelassen. Und um dieses Problem zu lösen, hat man also einen zweiten Parallelorden gegründet und dort waren Frauen zugelassen und das Problem gelöst und beides geht. Ein frühes Symbol der Gleichberechtigung. Ein kleiner Mops. Ich kann mich noch sehr gut an meine Schulzeit erinnern, ganz besonders an meinen Geschichtslehrer. Der war immer ganz begeistert. Die beiden arbeiten für die Universität Tübingen. Aus der ganzen Welt reißen sich Wissenschaftler darum, mit ihnen graben zu dürfen. Ich selber grabe auch viel in Südafrika, in Iran, in Syrien, auch anderswo. Und diese Art von Funden gibt es da nicht. Eine Tatsache, die auch diese australische Studentin auf die Alp gelockt hat. Hier siebt sie jedes Gramm Erde durch, das aus der Höhle kommt. Auf der Suche nach kleinsten Knochensplittern. Some of the archaeology that's come out of it is amazing, and like in the area is very, very amazing for archaeology and that sort of thing. And I'm mostly interested in the Paleolithic and stone tools, and there's a lot of that here from a pretty large time span, which is good. Nach einer Schicht 7 an der frischen Luft geht's für die Australierin wieder in die Höhle. Und für die Flöte und das Mikroskop. Wie kann man sicher sein, aus winzig kleinen Bruchstücken das Richtige zusammengesetzt zu haben und nicht einfach beliebige Teile zu einem fantasievollen Ganzen? Wenn man mit solchen Funden zum ersten Mal rauskommt, sind natürlich alle erstmal skeptisch, natürlich, also weil das ist natürlich, die Wissenschaftler müssen immer skeptisch bleiben. Die Objekte sind aber so eindeutig und dass ja, es eigentlich keine große Überzeugungsarbeit brauchte. Und es war natürlich schon sensationell, wenn man sich vorstellt, dass diese Instrumente, es sind Musikinstrumente, 40.000 Jahre alt sind. Und den Finder Nick Connert immer noch begeistern. Man kann wirklich jedes beliebiges Lied auf diesem Instrument spielen. Jedes, also sei es Beethoven, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, spielt keine Rolle. Wenn man die Melodie kennt, kann man es hier drauf spielen. Maria Malina, Nick Connert und ihr Team haben sensationelle Funde gemacht. Es gibt vier Arten von symbolischen Artefakten. Schmuck, figürliche Darstellungen. Wir haben auch mythische Darstellungen, die uns einen Einblick in Religion geben. Und die vierte Klasse von neuen Innovationen im symbolischen Bereich sind Musikinstrumente. Und die Musikinstrumente sind vielleicht die allerbedeutendste, zumindest in jedes, also sei es Beethoven, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, spielt keine Rolle. Wenn man die Melodie kennt, kann man es hier drauf spielen. Maria Malina, Nick Connert und ihr Team haben sensationelle Funde gemacht. Es gibt vier Arten von symbolischen Artefakten. Schmuck, figürliche Darstellungen.
Wir haben auch mythische Darstellungen, die uns einen Einblick in Religion geben. Und die vierte Klasse von neuen Innovationen im symbolischen Bereich sind Musikinstrumente. Und die Musikinstrumente sind vielleicht die allerbedeutendste, zumindest wenn die Frage ist, was bewegt Menschen am meisten, ist es sicherlich die Musik. Die Musik ist fantastisch. Leute fragen, ja, was würdest du gern finden? Ich mache mir überhaupt keine Spekulationen darüber. Was man findet, ist sowieso immer wesentlich besser, als was man hätte erwarten können. Wie hat es Loriot noch so schön formuliert? Ein Leben ohne Mops ist denkbar, aber sinnlos. Na, da war der Wicke von Bülow nicht der Einzige, der so gedacht hat. Und er war vor allem nicht der Erste. Wir sind im Landesmuseum in Mainz. Hier lagert das höchste Porzellan. Künstlerisch auf Augenhöhe mit Meißen, aber mit teils seltsamen Motiven. Das ist eine der ganz spannenden Figuren hier in der Sammlung. Das ist dargestellt eine Mops-Ordensgruppe. Der Mops-Orden, den gab es tatsächlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und diese Szene, die dargestellt ist, die sitzende Dame, ist natürlich dann die Vorsitzende oder die, die diesen Mops-Orden führt. Und ihr gegenüber stehend die Dame, die aufgenommen wird oder zu Besuch kommt, begrüßt wird. Und das Ganze findet eingebunden in ein großes Ritual statt, weil dieser kleine Tisch, den Sie hier dabei sehen, spielt eine große Rolle. Das ist der sogenannte Altartisch. Auf den Altar gehört, wie wir das heute auch kennen, eine Kerze mit Leuchter, ein heiliges Buch, was auch immer das dann genau ist, und eben ein Hinweis auf das, worum es geht. Und das ist hier in diesem Falle ein klitzekleiner Porzellan-Mops. Der Mopsorden ist gegründet worden als sogenannter Konkordienorden, also praktisch als ein Orden parallel zu den Freimaurern. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Freimaurer waren und sind eine Männergesellschaft, also von daher waren Frauen nicht. Das über 200 Jahre alte Symbol der Macht der Großherzöge muss in die Inspektion. Detlef Sippel ist der Restaurator. Und weil die Krone von Baden einfach unbezahlbar ist, reist sie unter Polizeischutz. Nur alle paar Jahre wird die Krone aus der gesicherten Vitrine geholt. Diese seltenen Momente sind auch für Detlef Sippel ganz besondere. Eine Krone hat sowieso was Faszinierendes, dieses Symbol der Macht. In diesem besonderen Fall ist es die Machart der Krone. Sie ist handwerklich ganz besonders gut gemacht. Das sind sowohl von den textilen Arbeiten, damit meine ich die Pailletten und den Goldlan, aber hier in dem speziellen Fall auch diese Vielzahl und diese beeindruckenden Steine, die da drauf sind. Die Steine zeichnen sich nicht nur in ihrer Größe aus, sondern auch in ihrem besonderen Schliff. Das Funkeln, diese Ausstrahlung, die diese Steine haben, ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Mit der Krone ist der Restaurator nicht lange allein. Wenn man hier rumkommt, da seht ihr noch, wie einfach das praktisch rum, heute würde man gesagt, gerödelt, mit einem Golddraht durchgezogen, wieder zurückgezogen und dann um die eigene Achse verdrahtet ist. Ne? Also einfach, aber wenn man genau hinguckt,
Total stabil. Total ja, stabil. Genau. Der badische Aha. Staat hat ja nach der Säkularisation, nach der Auflösung der Klöster, viele Kelche und andere Preziosen übernommen. Und diese Steine wurden dann zum Teil gefasst, verwendet für die Krone. Prunk pur. Aber unter all der Pracht hat die Krone einen weichen Kern aus Pappmaché. Das spricht ja jetzt wieder für den Zweck, dass es eben keine Krone war, die der Fürst wirklich auf dem Kopf hatte. Es gibt ja auch keine Situation, wo das wirklich bekannt ist, sondern dass sie ja nur als Beiwerk, als... Manche Schätze haben nichts mit Gold und Silber zu tun und sind doch von hohem Wert. Die Rede ist von der Schwarzwalduhr. Die gibt's mal mit, mal ohne Kuckuck. Mit bemaltem Schild. Und überhaupt in allen Varianten. Eine aber ist besonders und wird gerade von Christoph Adler im Landesmuseum in Karlsruhe zum Laufen gebracht. Die Uhr ist jetzt auch so etwa von 1820 und da gab es halt in der Zeit so im Übergang gab es Holzteile und Messingteile, die halt beide an der Uhr verwendet worden sind. Der Uhrenbau ernährte Generationen badischer Familien. Schon deswegen sind sie Schätze. Unsere Uhren im Museum, die laufen normalerweise gar nicht. Und wenn so eine Uhr 50 Jahre nicht gelaufen ist, dann sammelt sich da natürlich auch alles Mögliche sozusagen an. Also bei der Uhr war es jetzt eigentlich kein großes Problem, dass sie wieder geht. Ich habe mich selber gewundert. Das ist ja das Besondere an der Uhr, dass das eine Köpfungsszene darstellt, also der heilige Johannes, der geköpft wird. Und im Prinzip ist es ja schon sehr makaber und auf die Art dann aber auch schon wieder witzig. Im Prinzip muss ich nur noch die zwei Zahnräder hier einführen und das Ziffernblatt drauf machen und die Uhr anschucken und dann kann geköpft werden. Von einem Schloss ins nächste. Von Karlsruhe nach Stuttgart. Südwesten auch die wirklich großen Gräber. Die gut sichtbaren Grabanlagen wurden von der Steinzeit bis ins Mittelalter errichtet. Als imposante letzte Heimstatt wichtiger Menschen. Einer davon lebte in Hochdorf. Seine Grabbeigaben befinden sich heute im Landesmuseum in Stuttgart. Wir stehen hier in unserem Depot. Da haben wir im Moment eines der wertvollsten Objekte, das wir im Landesmuseum aufbewahren dürfen, zwischengelagert. Das ist die Sitzbank, das Sofa aus dem Grab von Hochdorf. Ein Bronzemöbel, auf dem der Tote zur Bestattung aufgebahrt war. Ein solches großes, fast 3 Meter langes Sitzmöbel aus Bronze nördlich der Alpen ist einzigartig. Das Spannende ist, dass zu diesem Stück ein Unterbau gehört. Ein Unterbau bestehend aus einem eisernen Gestänge. Und 8 Tragefiguren. 8 Tragefiguren, das sind kleine Frauen mit erhobenen Armen, die nun zu 8 dieses Sitzmöbel
gestützt haben. Und diese Frauen sind wiederum auf kleinen, beweglichen Rädern gelagert. Das heißt, dieses Möbel war in Querrichtung rollbar. Und diente dem Toten als letzte Ruhestätte. Im Grab wurde der Tote von bronzenen Löwen bewacht. Diese Löwen, die wir hier sehen, die gehörten zusammen mit drei großen Henkeln, sogenannten Attaschen, zum Schmuck eines griechischen Kessels, eines großen Kessels mit einem Fassungsvermögen von über 500 Litern, der im Grab gefunden worden ist, unmittelbar neben der Sitzbank, dem Sofa. Und diese Löwen, die zierten den Rand des Kessels. Und das Spannende ist, dass wir unter diesem wohl einheimischen Stück noch die Nietlöcher eines verloren gegangenen griechischen Löwen gefunden haben. Das heißt, dieser Löwe ersetzte einen verloren gegangenen griechischen Löwen. Neben Sitzbank, Kessel und Löwen war der Tote mit reichen Beigaben aus Gold geradezu überhäuft. Es gibt andere bedeutende sogenannte Fürstengräber. Aber Hochdorf ist einzigartig und diente dem Toten als letzte Ruhestätte. Im Grab wurde der Tote von bronzenen Löwen bewacht. Diese Löwen, die wir hier sehen, die gehörten zusammen mit drei großen Henkeln, sogenannten Attaschen, zum Schmuck eines griechischen Kessels, eines großen Kessels mit einem Fassungsvermögen von über 500 Litern, der im Grab gefunden worden ist, unmittelbar neben der Sitzbank, dem Sofa. Und diese Löwen, die zierten den Rand des Kessels. Und das Spannende ist, dass wir unter diesem wohl einheimischen Stück noch die Nietlöcher eines verloren gegangenen griechischen Löwen gefunden haben. Das heißt, dieser Löwe ersetzte einen verloren gegangenen griechischen Löwen. Neben Sitzbank, Kessel und Löwen war der Tote mit reichen Beigaben aus Gold geradezu überhäuft. Es gibt andere bedeutende sogenannte Fürstengräber. Aber Hochdorf ist einzigartig. Das Ensemble von Hochdorf mit Kessel, mit der Sitzbank, anderen Objekten ist sicherlich einer der bedeutendsten Grabfunde der europäischen Vorgeschichte überhaupt. Manche Schätze haben nichts mit Gold und Silber zu tun und sind doch von hohem Wert. Die Rede ist von der Schwarzwalduhr. Die gibt's mal mit, mal ohne Kuckuck. Mit bemaltem Schild. Und überhaupt in allen Varianten. Eine aber ist besonders und wird gerade von Christoph Adler im Landesmuseum in Karlsruhe zum Laufen gebracht. Die Uhr ist jetzt auch so etwa von 1820 und da gab es halt in der Zeit so im Übergang gab es Holzteile. Ich selber grabe auch viel in Südafrika, in Iran, in Syrien, auch anderswo. Und diese Art von Funden gibt es da nicht.
Eine Tatsache, die auch diese australische Studentin auf die Alp gelockt hat. Hier siebt sie jedes Gramm Erde durch, das aus der Höhle kommt. Auf der Suche nach kleinsten Knochensplittern. Some of the archaeology that's come out of it is amazing, and like in the area is very, very amazing for archaeology and that sort of thing. And I'm mostly interested in the Paleolithic and stone tools, and there's a lot of that here from like a pretty large time span, which is good. Nach einer Schicht 7 an der frischen Luft geht's für die Australierin wieder in die Höhle. Und für die Flöte und das Mikroskop. Wie kann man sicher sein, aus winzig kleinen Bruchstücken das Richtige zusammengesetzt zu haben und nicht einfach beliebige Teile zu einem fantasievollen Ganzen? Wenn man mit solchen Funden zum ersten Mal rauskommt, sind natürlich alle erstmal skeptisch, natürlich. Also weil das ist natürlich, die Wissenschaftler müssen immer skeptisch bleiben. Die Objekte sind aber so eindeutig und dass ja, es eigentlich keine große Überzeugungsarbeit brauchte. Und es war natürlich schon sensationell, wenn man sich vorstellt, dass diese Instrumente, es sind Musikinstrumente, 40.000 Jahre alt sind. Und den Finder Nick Connert immer noch begeistern. Man kann wirklich jedes beliebige Lied auf diesem Instrument spielen. Jedes, also sei es Beethoven, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, spielt keine Rolle. Wenn man die Melodie kennt, kann man es hier drauf spielen. Maria, Malina, Nick Connert und ihr Team haben sensationelle Funde gemacht. Es gibt vier Arten von symbolischen Artefakten. Schmuck, figürliche Darstellungen. Wir haben auch mythische Darstellungen, die uns einen Einblick in Religion geben. Und die vierte Klasse von neuen Innovationen im symbolischen Bereich sind Musikinstrumente. Und die Musikinstrumente sind vielleicht die allerbedeutendste. Zumindest wenn die Frage ist, was bewegt Menschen am meisten, ist es sicherlich die Musik. Die Musik ist fantastisch. Der echte Helm hat 1500 Jahre in der Erde gelegen. So sah er auch aus, als er gefunden wurde. Weswegen die Verwechslung mit einem Blecheimer verständlich ist. Erst nach der Restaurierung wurde klar, welchen Wert der Fund hatte. Hans-Peter Schnellbecher und Birgit Heide kontrollieren den Helm in regelmäßigen Abständen. Der Restaurator und die Archäologin kennen jedes Detail und seine Fragezeichen. Wir haben hier vorne auf der Frontspange zwei sogenannte Andreaskreuze dargestellt. Das heißt aber nicht, ob das er wirklich Christ gewesen ist, weil eben das einfach auch ein Symbol war, was vielleicht auch vorher schon auf dem Helm gewesen ist, bevor er vielleicht diesen Helm verliehen bekommen hat. Dafür spricht auch die Münze, die man dem Toten auf die Zunge gelegt hat. Als Reisekostenbeihilfe in die Unterwelt. Eine Reise, für die er gut gerüstet war. Wir wissen durch diesen Helm, aber auch durch sein kostbar verziertes Schwert, dass er eine sehr hochgestellte Persönlichkeit war, wahrscheinlich ein ranghoher Militär, der hier in dieser Region wahrscheinlich eine kleine Heergruppe kommandiert hat. Also dieser Fund ist für uns ein ganz besonderer Schatz, auch ein absolutes Highlight, weil es gibt insgesamt gerade von diesen byzantinischen Spangenhelmen insgesamt nur 3 Dutzend auf der ganzen Welt und es sind nur wenige so gut erhalten, auch wie unserer. Also für uns ein absoluter Schatz. Viele Schätze im Südwesten sind nicht im Boden gefunden worden, sondern
im Wasser. Für unseren nächsten Schatz tauchen wir ein in die Geschichte der Stadt Mainz. Für die war der Start ins Jahr 407 nach Christus alles andere als ein Grund zu feiern. Denn die Stadt wurde überfallen. Und zwar von den Germanen, die über den Rhein kamen und die gesamte römische Rheinflotte vernichteten. Die Schiffe wurden nie weggeräumt, die verrotteten im Wasser und wurden von Jahr zu Jahr immer mehr mit Schutt bedeckt. Aber sie kamen fast 1600 Jahre später wieder ans Tageslicht. Genauer gesagt am 9. November 1981. Viele Schätze im Südwesten sind nicht im Boden gefunden worden, sondern im Wasser. Für unseren nächsten Schatz tauchen wir ein in die Geschichte der Stadt Mainz. Für die war der Start ins Jahr 407 nach Christus alles andere als ein Grund zu feiern. Denn die Stadt wurde überfallen. Und zwar von den Germanen, die über den Rhein kamen und die gesamte römische Rheinflotte vernichteten. Die Schiffe wurden nie weggeräumt, die verrotteten im Wasser und wurden von Jahr zu Jahr immer mehr mit Schutt bedeckt. Aber sie kamen fast 1600 Jahre später wieder ans Tageslicht. Genauer gesagt am 9. November 1981. Wir haben hier ein spätantikes Mannschaftsboot, gebaut im Jahr 390 nach Christus, gefunden 1982, im Winter 1982 hier in Mainz, bei Baumaßnahmen eines großen Hotels. Das ist etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Fahrzeuge dieser Art gibt es bislang nur aus Mainz. Aber sie sind trotzdem weltberühmt. Auf der Trajanssäule in Rom wurden sie sogar in Stein gemeißelt. Und oft beschrieben und als Waffe gerühmt. Diese Fahrzeuge wurden oder konnten aufgrund ihrer besonderen Geschwindigkeit, ihrer Manövriereigenschaften Strecken auf dem Rhein kontrollieren. Auf dem Rhein, der ja in dieser Zeit ein ganz anderes Erscheinungsbild hatte als heute. Das heißt, man konnte diesen Fluss nur auf dem Fluss kontrollieren und überwachen. Eine klare Uferlinie wie heute gab es damals nicht. Der Fluss suchte sich ständig ein neues Bett, war ungezähmt und unreguliert. In dieser Welt waren die Boote der Schutz des römischen Imperiums. Archäologische Entdeckungen landen meistens als Exponat im Museum, zum Anschauen. Mit den Mainzer Römerbooten war das anders. Sie wurden im wahrsten Sinne der gesamten Menschheitsentwicklung. Im Laufe der Jahrtausende wurden die Spuren, die uns unsere Vorfahren hinterlassen haben, immer größer und monumentaler. Aus den Höhlen wurden Villen und Paläste, Überbleibsel ganzer Weltreiche. Achtung, wichtige historische Frage: Was braucht man, um ein Weltreich zu erobern? Entschlossenheit, Mut, ein bisschen diplomatisches Geschick, ein bisschen Glück sicherlich auch und vor allem viele, viele Soldaten. Das alles hatten die Römer. In Spitzenzeiten lagen bis zu 8 Legionen am Rhein. Das heißt, es sind so knapp 40.000 Mann unter Waffen. Und es ist klar, wenn so viele Menschen zusammenleben, dann hinterlassen die auch Spuren. Viele der Spuren haben mit Krieg zu tun. Und mit Waffen. Waffen, mit denen man gut kämpfen kann,
und die haltbar sind. Lange haltbar. So überdauerten die Waffen der Römer 2000 Jahre. In unserem Boden und in unseren Flüssen. Und so überdauerte auch ihr Geld. Zehntausende Münzen aus der Mosel bei Trier. Verloren oder als Opfer für die Götter in den Fluss geworfen. Karl Josef Gilles hat sie zusammengetragen. Es ist ein Lebenswerk. Das ist eine Aufgabe, die nimmt mehrere Jahre in Anspruch, die zu bestimmen. Ich schätze mal, unter 10 Jahren schafft man das nicht. Man kann ja auch nicht von morgens bis abends nur diese runden Objekte in die Hand nehmen und versuchen zu lesen, zu deuten. Das schafft man vom Kopf her nicht. Irgendwann dreht man dann vielleicht durch. Auch sie wurde in der Mosel gefunden. Die Statue des orientalischen Fruchtbarkeitsgottes Attis. Vor 1700 Jahren ist sie verloren gegangen und dann wieder aufgetaucht. Das Besondere bei dieser Bronzefigur sind die Fundumstände. Damals in den 60er Jahren, als die Mosel kanalisiert wurde, kam bei Baggerarbeiten die Figur. Wirbelsäule und also der Trennvorgang zwischen Rippen und Wirbelsäule, der ist ein spezifisches Teil des französischen Jagdvokabulars, das heißt da Levé de l'Échine, also wenn man das Wild schon im Wald auseinandernimmt, dann will man nicht alles mitnehmen, was sowieso nur Abfall ist. Und man trennt, genau wie wir das hier in Herxheim bei den Menschen beobachten können, eben die Wirbelsäule aus dem Rücken heraus. Das Levé ist einfach Herausheben der Wirbelsäule, dann kann man natürlich die beiden Brustkorbteile schön auseinandernehmen. Und das ist dieser Ausdruck, der bei den französischen Anthropologen auch so verwendet wird für diese Praxis, eben auch Menschen so zu zerlegen. Was auch immer hier passierte, die Täter gingen methodisch vor. Alle Schädel wurden zum Beispiel auf die gleiche Art zerschlagen. Aber im Grunde müssen Sie sich vorstellen, dass die sich so einen Bereich der sogenannten Hutkrempenlinie gewählt haben. Ziehen sich einen Hut über und da, wo der ansetzt, da haben die das irgendwie abgeschlagen. Und das ist ein Knochen, das heißt, sie können das natürlich nicht wirklich, das ist ja nicht abgesägt, sondern man hat mit Steinbeilen sehr gezielte Schläge vollzogen. Und da muss man, denke ich, auch sehr vorsichtig sein. Wir können das natürlich nicht nachproduzieren, weil also wir haben jetzt keine Menschen als Versuchskaninchen. Landesarchäologin Andrea C. Planz und ihr Team haben in jahrelanger Spurensuche herausgefunden, was in Herxheim passiert ist. Die Frage ist die nach dem Warum. Und das wird wohl auf lange Zeit ein Rätsel bleiben. Neben den Knochen wurde auch wertvolle Keramik gefunden, sogenannte Bandkeramik, nach der diese Epoche benannt wurde. Genau wie die Leichen wurden auch Schalen und Töpfe erst zerschlagen und dann in Gruben entsorgt. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass wir hier ein sehr komplexes Ritual vorliegen haben, durch das sich wie ein roter Faden Zerstörung zieht. Wir wissen natürlich nicht, was im Einzelnen die Handlungen innerhalb des Rituals waren. Wir können nur die Ergebnisse konstatieren. Die Ergebnisse sind alles, was irgendwie in diesem Ritual eine Rolle spielte, wird zerstört. Bis hin zu Menschen, die ganz offensichtlich hier als Menschenopfer, wenn Sie so wollen, auch eine wichtige Rolle spielen. Es gibt aber auch Hinweise auf die möglichen Täter. Skelette, die nicht entsorgt, sondern ordentlich bestattet wurden. Das ist der berühmteste Tote aus Herxheim tatsächlich, der Herxi. So wurde der von der Dorfbevölkerung gleich genannt, als man ihn ausgrub. Er war das erste vollständige Skelett, was wir hier fanden. Wir haben einige dieser typischen Bestattungen aus der Bandkeramik, eine sogenannte Hocke.